sind wir. Test, Test. Ich sehe, dass der Ton ausschlägt. Ich habe Ausschlag im Gesicht, aber zugeschminkt. Und jetzt hätte ich noch einen dritten gebraucht. Hat jemand noch einen Ausschlag-Gag? Nee, aber mir läuft gerade pünktlich 20 Uhr zur Corona-Sendung die Nase. Das muss was bedeuten. Also aus Lauf statt Ausschlag ist ja auch nicht schlecht. Herzlich willkommen zur... Ich erinnere mich noch, das ist ganz am Anfang der Pandemie, also noch bevor es die Pandemie eine Pandemie war, gab es ein Video darüber, dass wir alle daran sterben würden. Und zwar, weil Corona einen Ausschlag mit schwarzen Punkten verursachen würde. Hä? Das? Ja, das war dieses berühmte Odysseus-Video. Das war, so da hat mich der Bayerische Rundfunk noch dazu interviewt, wo ich dann im Bayerischen Rundfunk allen Ernstes gesagt habe, naja, so schlimm ist das mit dem Corona alles nicht. Ja. Nein. Okay. Ja, das doch. Bei uns auch dokumentiert, dass wir in einer Huxilla-Folge gesagt haben, pass auf, schreckt euch nicht an, so schlimm wird es schon nicht. Ja. Wird uns auch immer vorgehalten, da wollte jemand uns schon die Freundschaft kündigen. Zurecht. Und dann habe ich gesagt... Dann, genau, und dann habe ich gesagt, hör mal 3 Folgen weiter. Genau. Mach einfach noch 3 Folgen weiter und dann. So, nochmal von vorne. Wunderschönen guten Abend. Ja, Corona ist vorbei. am Arsch die Räuber. Nicht wirklich. Hat Joe Biden gesagt. Hat doch Joe Biden gesagt. Aha. Genau. Meine liebe Gattin Sophia wäre heute gern dabei gewesen, aber weil Corona nicht vorbei ist, sie nämlich Long-Covid hat, ist heute wieder einer dieser Tage, wo es nicht geht. Ja, das ist dramatisch und zum Kotzen und alles ganz furchtbar. Und Corona ist sowas von nicht vorbei und ich hoffe jetzt, dass im Chat möglichst wenig Menschen von dieser Nachfolge da, von diesem Long-Covid oder ist das, ja, Long-Covid betroffen sind, ist wirklich furchtbar. Furchtbar und bei Sophia ist es noch nicht mal so furchtbar, wie es bei anderen Menschen furchtbar ist und es ist mehr als furchtbar genug. Und alle diejenigen, die uns heute mitgeteilt haben im Vorfeld, dass sie gerade positiv sind, ja, krank sind oder sonst wie, ja, sind, ja, schleunige Besserung ohne Spätfolgen an euch alle da draußen. Ich habe das dann irgendwann aufgegeben, einzeln schleunige Besserung zu wünschen und habe einfach gedacht, das machen wir dann in der Sendung. Was ja auch ein kleiner Beleg dafür ist, dass das Ding noch durch die Gegend geistert, wenn jetzt gerade wieder aktuell so viele SuperInnen krank sind. Und all die uns immer sagen, mach doch mal eine Sendung über Long-Covid. Wir reden eigentlich in jeder Covid-Sendung auch über Long-Covid. Ja. Genau. Also, ja, was ist denn in Deutschland gerade der Stand der Dinge? Wie kann man das zusammenfassen? Dann kommen wir noch zu Österreich. Aber ich glaube, die aktuelle Nachricht ist wohl, oder das Aktuellere ist wohl, dass jetzt ein Bundesland nach dem anderen die Isolationspflicht für Infizierte aufhebt. Niedersachsen nicht. Die scheren aus. Hessen hat es gerade heute beschlossen. Also ja, ist die tröpfeln so nach. Wie finden wir das? Ich würde jetzt aus dem Bauch raus sofort sagen, finde ich nicht gut. Aber wie finden wir es? Sagen wir mal so, die Isolationspflicht war die Garantie, dass Menschen zu Hause bleiben dürfen. In einer idealen Welt kann man immer, wenn man krank ist, dem Arbeitgeber Bescheid geben und dann zu Hause bleiben, was man auch machen soll. Wir wissen aber auch, dass Deutschland so ein Land ist, in dem Menschen aus verschiedensten Gründen, für Österreich mag ich mir das nicht anmaßen, das zu beurteilen, Deutschland ist so, trotzdem krank zur Arbeit gehen. Und das ist natürlich jetzt bei einer Erkrankung, wir werden vielleicht nochmal ein bisschen über die Neben-Long-Covid, über die Probleme von mehreren Corona-Infektionen vielleicht heute auch nochmal sprechen, ist das halt nicht ganz unkritisch. Also natürlich kann man sagen, in einer Welt, in der Menschen selbstverantwortlich feststellen, oh, ich habe Corona, da bleibe ich mal zu Hause, bis ich nicht mehr ansteckend bin, ist alles gut. Wenn es Menschen sind, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben oder auch Arbeitgeber haben, die sie massiv unter Druck setzen, führt es unter Umständen dazu, dass dann Menschen mit einer hoch ansteckenden, relativ risikoreichen Erkrankung dann doch auf der Arbeit erscheinen. Insofern ist es schwierig. Also was mir aufgefallen ist, was sich wirklich in den letzten Wochen in Bayern verändert hat, finde ich, da gibt es halt die Isolationspflicht nicht mehr. Es gibt aber Betretungsverbote und Maskengebote für Leute, die gerade erkrankt sind oder infiziert sind. Und da ich nach wie vor überall, wo ich öffentlich hingehe, also nicht nur in der Bahn, da sowieso, aber auch in Geschäften Maske trage, unterstellen mir die Leute jetzt alle immer, ich wäre gerade krank.
weil ich da mit Maske rumrenne. Das ist sehr abgefahren. Die gucken, die halten dann extra nochmal Abstand und gucken mich komisch an. Ja, was eigentlich okay ist. Das hätte ich gerne schon vor Covid so gehabt. Das ich ja. So am Käseregal springen die Leute dann immer an die Seite, wenn du da so hingehst und deinen Käse, den du haben möchtest. Schreien. Die Hand drauflegen. Genau. Also dafür sind hier bei mir in der Gegend laufen einfach so noch genügend Leute mit Maske rum. Also jetzt in Supermärkten oder sowas insofern. Mhm. Also ich stelle, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll, ohne dass das... Ich stelle einen Unterschied in den verschiedenen Supermarktarten fest. Mhm. Das kann man nicht wertfrei sagen. Wie soll ich sagen? Also beschreib es doch. Also einfach. Ich stelle den Unterschied hier von Ort zu Ort fest, vor allen Dingen. Im Discounter so, siehst du auch weniger Masken. Genau, also je wohlfeiler der Discounter ist, je günstiger die Angebote dort sind, desto weniger Menschen mit Masken. Ich bewerte es einfach nicht. Was soll ich dazu sagen? Sicher bewertest du es. Ja, natürlich tue ich das. Setz doch Masken auf, ihr Arschkrampen. Ist das zu fassen? Geht's noch? Ist doch scheißegal, ob jetzt hier das Radl Wurst irgendwie 4 Cent oder 10 Cent kostet. Das hat doch mit der Maske nichts zu tun. Zieht doch einfach alle diese scheiß Maske auf. Meine Fresse, wie blöd kann man sein? So, jetzt habe ich es bewertet. Jo. Nun kostet natürlich eine FFP2-Maske auch Geld, aber spricht ja inzwischen auch nichts dagegen, sie irgendwie 5-6 Mal zu tragen, wenn man sie zwischendurch halt lange hat. Ich bin schon froh, wenn jemand eine andere, eine OP-Maske trägt, irgendwas, oder wenigstens ein Tuch vor der Fresse. Selbst da freue ich mich schon drüber. Ich meine, man muss natürlich noch eins sagen zu diesen Verpflichtungen für Infizierte. Das führt natürlich bei der aktuellen Lage, wo wir praktisch keine, also mit ganz wenigen Ausnahmen, eigentlich keine Testpflichten mehr haben, führt das halt schlichtweg dazu, dass Leute sich nicht mehr offiziell testen lassen, wenn sie einen positiven Schnelltest haben, weil sie dann sagen, naja, dann zu Hause bleiben oder krank schreiben lassen kann ich mich ja zur Not immer noch. Aber ich möchte diese vorgeschriebene Einschränkung halt nicht haben. Ja. Und der Ralf N. aus K. ganz kurz schreibt, hier ist es umgekehrt, zur Ehrenrettung Aldi 50%, Rewe 10%. Hm. Vielleicht ist das von Ort zu Ort dann unterschiedlich. Das Ding mit den Tests ist aber auch ein gutes Beispiel. Ein guter Freund von mir hat vor wenigen Wochen dann auch Corona bekommen, Covid-19. Hat zum Glück jetzt soweit ganz gut überstanden, hatte dann aber einen Schnelltest, der dann sehr eindeutig positiv war und ist dann zu seinem Hausarzt gegangen und wollte einen PCR-Test haben. Da hat der Hausarzt dann gesagt, ja, den kriege ich nicht mehr bezahlt von der Kasse. Das mache ich jetzt einfach nicht. Ja. Außerdem ist der Test sehr eindeutig, ich schreibe sie jetzt krank und dann ist doch gut. Und dann hat mein Freund gesagt, ja, aber ich will ja, dass das in die Corona-Warn-App geht, dass das in die Statistik geht. Ja, dann müssen sie sich mal kümmern. Dann hat er beim DRK angerufen, bei sich da am Ort, das war die Stelle, die PCR-Tests macht, und musste sich dann tatsächlich mit denen eine Viertelstunde am Telefon darüber streiten, dass sie ihm das ausreden wollen. Das sei doch jetzt nicht nötig und dann kann er doch zu Hause bleiben, das sei doch viel entspannter. Und als er dann am Ende gesagt hat, ja, aber ich möchte ja, dass andere Menschen, die Corona-Warn-App benutzen, dann auch eine Meldung bekommen, dass die gewarnt sind, wenn sie mir begegnen. Und ich möchte, dass die Statistik doch stimmt. Wenn das ihre Methode gerade ist, dann können wir uns auch auf gar nichts mehr verlassen. Und dann haben sie gesagt, ja, kommen sie halt vorbei. Dann bringen sie aber bloß ihren positiven Schnelltest mit. Ohne den testen wir sie sowieso nicht. Mhm. Also das ist auch nicht mehr so, wie es am Anfang war. Also auch die Nachverfolgung dieser Erkrankung ist halt schwieriger geworden. Kasper David Niedlich schreibt, ich freue mich allgemein, wenn meine Familie was vor der Fresse trägt. Alles, was dazu beiträgt, dass man sie schlechter versteht. Ich glaube, das ist nicht unser Thema heute. Vielleicht einfach mal bei alle bekloppt vorbeischauen. Kasper, vielleicht, wenn sie schief sind, auch noch. Ja, wenn es kein noch kann. Also, da muss ich jetzt ganz dringend anmerken, dass ich das bei meiner Familie anders sehe. Das musst du anmerken, weil die wahrscheinlich den Stream schauen. Ah. Ja, ja. Weihnachten vor der Tür steht. Also, und genau. was ist denn jetzt mit Menschen, die selbst Hochrisikopatient sind oder mit Menschen, die, keine Ahnung, Hochrisikokind zu Hause haben oder irgendwas? Was zur Hölle mache ich denn jetzt? Es ist schwierig, ich finde es so schwer. Offensichtlich muss irgendwann ein Punkt erreicht sein, an dem man die Krankheit behandelt, wie man Krankheiten allgemein behandelt. Und ich glaube, es ist unfassbar schwierig festzulegen, wann der richtige Moment ist. Und das wird kein Moment sein, das wird ein schleichender Prozess sein.
Und der schleichende Prozess wird sein, dass eine Maskenpflicht fällt. Und da muss man schauen, wie hoch dann wirklich die Last in der Bevölkerung noch ist durch die Erkrankung selbst. Das Gesundheitssystem selbst ist nicht mehr das große Thema, zumindest in Österreich momentan. Aha. Also das, okay, die Krankenhäuser sind bei euch nicht über... Bei uns ist es momentan okay. Also bei uns liegen momentan mehr Leute mit grippalen Infekten im Krankenstand als mit Covid-19. Wissen wir, was in Deutschland ist? Auch da ist eine angespannte Situation von vor wenigen Wochen sich wieder ein wenig mehr am Entspannen. Das Problem ist natürlich hier auch in diesem Bereich, wenn du ein personell eng besetztes Berufsfeld hast, wie in der Pflege, wo ja auch ein großer Druck ausgeübt wird, dass es da natürlich dann auch schwierig ist, wenn da unter Umständen dann Menschen mit Maskenpflicht wieder zur Arbeit kommen, aber das Virus haben. Das ist natürlich eine Situation, die ungünstig ist. Also auch das muss man natürlich kritisch beobachten. Also da würde man ja eher sagen, die sollen bitte alle zu Hause bleiben. Aber wenn das nicht mehr nachgehalten wird, wenn nicht mehr getestet wird, dann... Dann ist es ja auch schwer zu beurteilen, wie hoch die Risikolage allgemein ist. Also wenn ich jetzt gucke, ich fahre jetzt Zug, mal angenommen, es wäre keine Maskenpflicht mehr im öffentlichen Personenverkehr. Und ich möchte jetzt aber gucken, wie hoch wäre das Risiko, wenn ich jetzt einfach mal 6 Stunden im ICE sitze und ich will nicht ständig irgendwie mit Maske da rumrennen. Dann müsste ich ja schon irgendwie gucken, wie ist denn die Situation jetzt gerade. Wenn ich das aber nicht mehr kann von den Zahlen her, dann kann ich eigentlich nur noch so eine persönliche Risikoeinschätzung vornehmen. Richtig. Und dann ist klar, dass du dann im Zweifelsfall, also ich persönlich würde im Zweifelsfall sagen, immer eher mit als ohne. Ja. Aber das sehen dann halt andere Leute unter Umständen anders und die lassen es dann halt weg. Das ist eben das Problem, dass wir es jetzt anders, das ist jetzt, gut, es gab ja immer schon Leute, die haben es anders gesehen, aber das waren halt die 20% gegen die Wand gelaufenen. Aber dass man jetzt wirklich das nicht mehr so richtig objektiv fassen kann, weil einfach viele Tools jetzt fehlen, die außer die Krankenhaus, also die Pflegesituation, wie nennt man das? Da gibt's, wie heißt das Wort dafür? Hospitalisierungsrate. Ja. Das ist ja das Einzige, was wir jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, was wir jetzt noch haben, wo was wir sagen, halbwegs verlässlich ist. Ja. Halbwegs verlässlich ist. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist halt natürlich ist die Dunkelziffer um einiges größer, sobald weniger getestet wird. Ja. Bei uns ist es allerdings so, und das hat mich selbst eigentlich überrascht, dass nicht nur die Anzahl der Infizierten momentan sinkt, sondern auch die Testpositivrate. Und wenn die Testpositivrate sinkt, ist das tendenziell ein sehr guter Indikator dafür, dass tatsächlich auch die Krankheit in der Bevölkerung zurückgeht. Mhm. Weil wenn es nur an wenigen Testungen, also das ist der Anteil an Tests, die durchgeführt werden, der positiv ausfällt. Wenn es einfach weniger testen sich die Leute nicht mehr vorsorglich, sondern eher nur, wenn sie Symptome haben und dann wird diese Rate tendenziell steigen. Und das tut sie bei uns nicht. Also bei uns kann man zumindest sicher jetzt nicht auf die 100 Infizierten genau sagen, wie viele Leute gerade erkrankt sind. Aber man kann schon sagen, dass momentan die Krankheitslast in der Bevölkerung überschaulich ist. Und was man auch sagen kann, ist, dass momentan in Österreich ein Viertel der Leute, die mit Corona ins Krankenhaus eingeliefert werden, das als Primärdiagnose hatten. Das heißt, beim Großteil derer ist es eine Nebendiagnose. Die kommen ins Krankenhaus, werden getestet, weil sie sich ein Bein gebrochen haben. Und das ist das, was kommunikativ so schwierig ist. Zu Beginn war die Situation die Fallsterblichkeit war hoch. Das Virus war nicht sehr verbreitet. Und da war es tatsächlich so, dass nahezu alle, die damit ins Spital gekommen sind, aufgrund dieser Erkrankung ins Spital gekommen sind. Jetzt ist die Situation aber, die Fallsterblichkeit ist deutlich niedriger. Alle haben schon zu einem gewissen Grad einen Immunschutz oder nahezu alle, weil sie das Virus gehabt haben, weil sie geimpft sind. Und, oder sagen wir so, fast alle, ein riesiger Prozentsatz. Und das Coronavirus selber ist ein Stück weit milder geworden, als es die ursprüngliche Variante war. Und das führt halt jetzt dazu, dass das Argument, das viele Schwurbler zu Beginn gebracht haben, nämlich, dass die alle gar nicht an Corona sterben, sondern mit Corona sterben, was am Anfang völliger Blödsinn war, jetzt tatsächlich gar nicht so falsch ist in vielerlei Hinsicht. Man kann nur nicht so genau die Zahl sagen.
Wobei natürlich das Problem in den für die Krankenhäuser nicht so viel kleiner wird. Ich habe das jetzt bei meiner Mutter gerade mitgekriegt, die im Krankenhaus war, auch wegen was ganz anderem, die eine Nacht mit jemandem auf dem Zimmer war, der positiv war, wo sich danach rausgestellt hat, dass diese Person positiv war. Jo, und dann hast du halt die ganze Nummer. Du hast auf einmal ein Einzelzimmer, du kannst nicht mehr besucht werden. Die Pflegekräfte haben einen riesen Aufwand damit, das fängt ja damit an, dass sie die frische Wäsche von den Besuchern unten am Empfang abholen und hochtragen müssen. Und was da nicht alles dazu kommt, also der Aufwand, den die Krankenhäuser mit diesen Patienten haben, der wird ja nicht kleiner. Also ja, das ist natürlich ein kleinerer Aufwand, als wenn du mit Covid auf der Intensivstation liegst. Aber wenn du auf der Intensivstation oder wenn du auf einer Normalstation liegst und bist einfach nur möglicherweise positiv, du kannst es noch nicht ausschließen, dann wird schon das volle Geschirr aufgefahren. Das lässt sich auch eigentlich kaum vermeiden, wenn du eine Station hast, wo Krebspatienten liegen, wo Patienten mit Lungenembolie liegen und was weiß ich was, kannst du ja nicht sagen, auch naja, wir lassen es jetzt einfach mal rumlaufen. Es ist ja, es besteht ja keine Isolierungspflicht mehr. Also im Krankenhaus musst du die Leute isolieren und das schafft sofort ein Riesenproblem. Und ich glaube, es kommt noch ein Faktor dazu, der es viel schwieriger macht einzuschätzen, wann der richtige Moment ist, um die Maßnahmen bisher zu lockern. Nämlich, dass wir halt jetzt immer auf die akute Krankheitslast der Bevölkerung schauen, auf die akute Auslastung vom Gesundheitssystem und so weiter. Aber was, und weil ich erwähnt habe, momentan in Österreich haben wir mehr grippale Infekte im Krankenstand als Covid-19. Was halt das Problem ist, ist, ein grippale Infekt in der Regel heilt restlos aus. Und bei Covid-19 ist es halt doch so, dass bei manchen wirklich schwere Symptome zurückbleiben und was halt auch da noch gar nicht mit einfließt, jetzt abgesehen von Long-Covid, ist, dass man halt mittlerweile auch echt gut weiß, dass die Chance auf kardiovaskuläre Erkrankungen Jahre danach oder mindestens ein Jahr danach, und zwar in jeder Kategorie von kardiovaskulärer Erkrankung, erhöht bleibt. Kannst du bitte sagen, was eine kardiovaskuläre Erkrankung ist? Herz-Kreislauf-bezogene Erkrankungen. Man hat eine sehr, sehr, sehr große, gute Arbeit gehabt, eh schon vor vielen Monaten, wo man gesehen hat, dass wenn man Leuten, die Covid-19 hatten, ein Follow-up macht, und ich glaube, sie haben über ein Jahr das gemacht, dann war für 20, also alle 20 Kategorien von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auf die sie getestet haben, war die Wahrscheinlichkeit, dass Leute, die im Jahr nach einer Covid-Erkrankung diagnostiziert bekommen, erhöht. Und zwar gar nicht so wenig. Das heißt, wir wissen nicht, was die langfristigen gesundheitlichen Folgen davon sind, wenn wir das jetzt so laufen lassen, wie wir es momentan tun. Und also es ist nicht, ja. Ein weiterer Unterschied dazu ist ja eben auch, dass es die wenn du es einmal gehabt hast, das Risiko, und dann haben wir ja das Problem, dass mit jeder Reinfektion das Risiko steigt. Und der Unterschied ist, und das muss man nochmal ganz klar sagen, das dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir es hier nicht mit einer Atemwegserkrankung zu tun haben, sondern SARS-CoV-2 ist ein Virus, was systemisch im Körper agiert. Das heißt, das betrifft weite Bereiche des Körpers, bei Menschen unterschiedlich. Und das Problem ist, mit jeder weiteren Infektion können diese Schäden sich auch in anderen Bereichen. Kardiovaskulär ist so ein Bereich. Es gibt auch Untersuchungen, die sagen, im Hirnbereich Hirnschädigung könnten auftreten. Das Problem, was wir dabei haben, ist, dass die größte Studie, die das untersucht hat, eine Studie aus den Vereinigten Staaten ist, dass die mit den Veterinären, also mit den Kriegs... Veterans. Wir haben heute den ganzen Tag darüber... Entschuldigt bitte, das muss ich heute erzählen. Eine Person spricht, Alexa. Veteranen. Wir haben uns heute den ganzen Tag über diese Studie unterhalten. Und Alexander sagte immer, man muss ja auch bedenken, dass diese Bevölkerungsgruppe in den USA ganz besonders alt ist und anfällig. Und ich dachte immer, warum sind die Tierärzte in den USA besonders alt und anfällig? Ich dachte, und warum haben die so eine schlechte Gesundheitsversorgung? Diese alten Tierärzte. Ich habe nichts gesagt, aber ich glaube, ich habe dich angeguckt wie ein Auto heute. Ich brauche dringend Urlaub. Wobei
Wobei man natürlich sagt, in Amerika ist diese Verwechslung noch viel gängiger als bei uns, weil da wird nämlich einfach beides mit Wett abgekürzt. Ja, genau. Ja. Also, das hat mich wahnsinnig verwirrt damals. Ehemalige, du bist, vor, genau, sehr gut, du willst Tierarzt werden, schreibst aus Versehen dich beim Militär ein. Ja, du kommst ja als Veteran aus dem Militär. Also, das ist die größte Studie zu dem Thema, die war auch relativ bahnbrechend, wo ja dann wirklich die Leute geschockt waren, wie groß, also bis hin zu dem Versterberisiko, was massiv angestiegen ist. Das einzige Problem mit dieser Studie, das ist dann auch kritisiert worden, das haben die Autoren dann auch selber gesagt, obwohl die Stichprobe sehr, sehr groß ist, ist, dass die Veteranen in den Vereinigten Staaten eben eine besondere Bevölkerungsgruppe ist. Du kannst nicht aus Veteranen direkt alles ableiten. Mhm. Was aber zulässig ist, ist, dass eben das Risiko, schwer zu erkranken, schneller zu versterben und dann je nachdem, was es für weitere Folgeerkrankungen gibt, aufgedröselt, steigt. Und das hast du mit einer Influenza nicht. Die kriegst du oder ein grippaler Infekt, selbst ein Influenza, wenn du sie überlebst, aber die ist natürlich auch, greift auch sehr stark ein, aber ein grippaler Infekt, den kriegst du. Und dann ist der halt irgendwann vorbei und dann hast du das überstanden. Und genau wie Martin sagt, das dann so bis zu einem Jahr kannst du das halt feststellen, dass da jemand Covid-19 gehabt hat. Und dann, je nachdem auch, wann in diesem Jahr eine Reinfektion stattfindet, verschieben sich die Risiken. Und das ist überhaupt noch nicht untersucht. Und wie gesagt, das war jetzt eine spezielle Bevölkerungsgruppe und im Wesentlichen zum Beispiel nur Männer, keine Frauen, die da fast dabei waren. Wir wissen für die Grundgesamtheit aller Menschen so im Durchschnitt noch nicht, wie sich das ausprägt. Aber es gibt eindeutige Hinweise darauf, dass es Auswirkungen hat. Und wie immer, wie das so ist mit Risiken, die wir haben, die sind natürlich schwer einzuschätzen. Man möchte halt möglichst wenig Risiken haben. Man muss jetzt auch einfach nochmal sagen, dass es andere Risiken für kardiovaskuläre Erkrankungen gibt. Also wenn du Diabetes hast, wenn du zuckerkrank bist, hast du auch ein Risiko. Bei gewissen Grenzen des Übergewichtes hast du auch ein größeres Risiko, eine kardiovaskuläre Erkrankung zu bekommen. Das ist einfach so, das darf man nicht wegreden. Aber das Problem ist natürlich, dass sich das im Zweifelsfall alles addiert und dann einfach hochproblematisch wird, wenn du so ein sehr, sehr ansteckendes Virus hast, was sich da überall noch mit rein verteilt. Das macht es halt insgesamt für die Bevölkerung risikoreich. Da ich dazu gerade schon kontaktiert wurde, ich glaube, man sollte noch mal sagen, diese Geschichte mit dem kumulierten Risiko, ja, also jede neue Infektion oder jede neue Erkrankung erhöht natürlich das Risiko insgesamt, dass man schwere Schäden hat. Aber es wird natürlich nicht für die neue Infektion das Risiko, also bei der zweiten Covid-Infektion ist das Risiko, bleibende Schäden davon zu tragen, nicht höher, als es bei der ersten war, sondern nur bei beiden zusammen. Das ist ein guter Punkt. Aber ja, man hat halt das wird gerne mal durcheinander geworfen, deswegen, ja. Das ist gut, dass du das betonst. Aber man hat halt gehofft, dass wenn die erste dann einmal Immunschutz etabliert hat, dass dann die Folgeinfektionen alle viel unproblematischer sind, aber das scheint sie nicht zu bestätigen. Nessie Schildkröt schreibt, ich nehme zum Anlass, den Tommy Krawas zu taggen, die Uniklinik Erlangen eröffnet zum 1.12. ein Post-Covid-Zentrum. Dort wird auch bereits ausgiebig zu Long-Covid sowie ME-CFS geforscht. Ein potenzielles Medikament soll da absehbar in einer klinischen Studie getestet bzw. untersucht werden. Hat jemand von euch schon was gehört von einem Medikament bei Long-Covid? Ja, ich habe nur von einer neuen Paxlovid-Studie gehört, über die wir kurz sprechen können, wenn ihr wollt. Aber Paxlovid gibt es aber doch schon, oder? Ja, aber jetzt hat sie das kann man gleich drüber reden. Ich sage da vielleicht zu dem Medikament, was ist ein Medikament, was für einen komplett anderen Einsatzzweck gedacht war. Pferdeentwurmer. Nein, es ist schon ein wirksames Medikament, das bei Long-Covid-Patienten gerade im Bereich der Konzentrationsfähigkeit und dieses Ermüdungssyndroms Wirkung gezeigt hat. Jetzt muss man allerdings sagen, dass das, glaube ich, ich kenne nicht die genauen Zahlen, aber die Größenordnung ist ungefähr so, bei 6 von 15 Patienten, wo man das gegeben hat, passiert ist. Und das hat zu Unterschriftenaktionen geführt und zu einem unglaublichen Aktionismus, wo Menschen gesagt haben, das muss jetzt mit 100 Millionen Euro sofort alles untersucht werden. Es gibt eine Studie, die dieses Medikament, das ist sozusagen ein Off-Label-Use, so nennt man das, wenn ein Medikament für etwas wirkt, für das es eigentlich nicht gedacht war, dann ist das erstmal Off-Label. Und da gibt es jetzt eine groß angelegte Studie, wo das untersucht wird. Ist aber schwierig, wenn es so ein
Zufallsbefund ist und sicherlich wird man irgendwann so weit sein, dass man Medikamente findet, aber jetzt sollte man auch nicht auf ein Medikament als Heilsbringer alle Hoffnungen setzen. Nö, aber gerne also, auch. Aber ja, aber ich sag mal, Zufallsbefund ist natürlich auch ein bisschen, naja, also ich meine, es ist ein Mittel, das akut gegen das Virus hilft, insofern, dass man. Nicht Paxlovid, ich rede von einem anderen Medikament. Okay. Also das, das andere nur. Ich suche das mal raus, ich google mal während der Sendung und dann komme ich gleich zu euch zurück. Aber hier kam jetzt auch sofort schon Moonshine Girl Yuna, wo kriege ich das? Ich bin bereit zu testen. Ja, genau. Warte mal, ich suche das mal. Redet ihr mal über Paxlovid? Ja. Das habe ich bewusst nicht gemeint. Das ist was anderes. Ich kann gern was zu Paxlovid sagen. Ja. Super spannendes Medikament. Soll ich kurz vorzeigen, wie es funktioniert? Ja, bitte. Ja. Hast du was zum Essen dabei? Ja. Ah, oh, ein Paxlovidchen. Nein. Hier das ein Coronavirus. Natürlich, habe ich sofort erkannt. Und das hat mir jemand gehäkelt. Das Coronavirus, wenn es unsere Zellen infiziert, ja, das schreibt nicht jedes Protein einzeln ab, sondern da wird zuerst ein sehr langes Polyprotein gebildet und auf dem stehen verschiedene Proteine in einer Wurst drauf. Und was das Paxlovid macht, das Virus bringt so seine eigenen molekularen Scheren mit. Mhm. Und diese molekularen Scheren, die müssen zuerst mal dieses Polyprotein in viele kleine Proteine schneiden, damit die dann sich fertig zusammenbauen können und ihre Funktion ausüben. Und nur so kann sich das Coronavirus dann auch vermehren und replizieren. Was das Paxlovid macht, ist, dass es eine ganz zentrale dieser molekularen Scheren blockiert. Ja. Das setzt sich da quasi rein und dann funktioniert die nicht mehr. Und dadurch wird halt verhindert, dass die Proteine, die das Virus zur Replikation, also zur Vermehrung benötigt, fertig zusammengebaut werden können. Das heißt, das verhindert tatsächlich die Vermehrung des Virus und das macht es auch wirklich gut. Also die Viruslast sinkt und die Leute werden schneller gesund. Und jetzt hat sich aber herausgestellt, und das ist relativ neu herausgekommen, dass die Leute, denen man das gegeben hat, und das muss man sehr zu Beginn der Infektion geben, innerhalb der ersten 5 Tage meines Wissens, seltener Long-Covid entwickelt haben. Und warum hat das dann jetzt nicht jeder bekommen, der Long-Covid hat? Um ein Viertel reduziert. Bisher, einfach weil es limitiert war, auch in seiner Verfügbarkeit, hat man es für die Risikopatientinnen und Patienten und für ganz Alte vorbehalten. Und jetzt hat man halt gesehen, die entwickeln seltener Long-Covid. Und jetzt ist die Frage, also es wird mechanistisch könnte das Sinn ergeben, weil Long-Covid ist ja ein Sammelsurium an Mechanismen und Problemen. Und eins vermutet man aber schon darin, dass man so persistierendes Virus im Körper haben könnte. Also Virus, das sich irgendwelche Nischen gefunden hat, wo es einigermaßen geschützt ist vom Immunsystem und dort sehr lange Zeit im Körper präsent werden kann. Das sieht man, weil Leute zum Teil noch Monate nach dem Genesen Spike-Protein-Überreste im Stuhl haben etc. Ja, da weiß man, irgendwo im Körper muss dieses Virus oft noch sein und das kann zu einer anhaltenden Immunreaktion führen, die dann vielleicht auch allerlei andere Probleme verursacht. Wow. Das ist einer der möglichen Long-Covid-Mechanismen. Und jetzt wäre es nicht ausgeschlossen, dass wenn ich dieses Virus gebe, quasi systemisch und im ganzen Körper das Virus an der Replikation gehindert wird, dass das diesen Prozess vielleicht durchbrechen könnte. Und da rekrutiert man jetzt gerade Leute für klinische Studien, weil man genau das testen möchte. Gibt es da ein Problem dabei? Aber man nimmt an, dass die Ergebnisse, ja, es dürfte, ich weiß nicht, warum es so lange dauert, aber mit dem Studiendesign und Long-Covid ist was, was man nicht von heute auf morgen so leicht testen kann. Also man nimmt an, dass erst 2024 die Ergebnisse von der Arbeit da sind. Nein, ich meine, schadet Paxlovid irgendwas? Ist das ein Problem? Es hat schon Nebenwirkungen. Nein, es hat viele, naja, es ist so, es sind eigentlich zwei Wirkstoffe. Einmal der, der diese molekulare Schere blockiert und einmal einer, der ein Leberenzym blockiert, das normalerweise dieses andere Medikament sofort abbauen wird. Und das Blockieren des Leberenzyms, das kann zu Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten führen. Das heißt, gerade wenn man es Jungen geben würde, wäre es wahrscheinlich weniger ein Problem, weil die tendenziell weniger andere Medikamente schnabulieren. Aber bei den Älteren, da muss man ein bisschen schauen, ob man vielleicht vorher andere Medikamente für eine Woche absitzt, bevor man das Paxlovid gibt. Aber bei Jungen wäre es sicher gut verträglich. Ja. Also es hat eine Wechselwirkung mit Rheumamitteln, erinnere ich mich dran. Und also ich bin da jetzt nicht auf Paxlovid vorbereitet gerade. Ich wollte eigentlich vor einem Jahr was drüber sagen und dann haben wir aber irgendwie gesagt, dass
dass der ganze Pharmakram ja irgendwie nicht so relevant wäre. Da war das noch gerade in der kurz vor der Zulassung. Also aber grundsätzlich muss man sagen, da liegt natürlich ein Potenzial drin, nur es ist halt und die lange Nebenwirkungsliste von Paxlovid kommt zum Teil einfach auch daher, dass dieser zweite Stoff, der dieses Leberenzym blockieren soll, im Normalfall im Rahmen der AIDS-Therapie eingesetzt wird. Das heißt, man hat eine Nebenwirkungsliste von Leuten, die das Zeug wahnsinnig hoch dosiert und jahrelang bekommen. Mhm. Und das ist natürlich eine völlig andere Sache, die Art und Weise, wie derselbe Wirkstoff in der Covid-Therapie eingesetzt wird und eben gegen Long-Covid würde man es ja auch nicht jahrelang nehmen. Also das ist, da hat man praktisch eine Nebenwirkungsliste, die wahrscheinlich ein bisschen überdramatisiert ist, verglichen mit der tatsächlichen Anwendung, die man dann da hätte. Holm, mach dich mal einen Hauch leiser, bitte. Du tendierst zum Zerren. Das ist wahrscheinlich, weil ich gerade so engagiert bin. Ja, weil so also. Emotional. Ja, genau. Ich habe mich jetzt nochmal gerade wieder eingelesen. Also, das Medikament ist BC007, von dem, oder auf das sehr viele die Hoffnung setzen, ist ein Medikament, was gar nicht neu ist, sondern alt ist. Ursprünglich sollte es angewandt werden bei schweren Herzerkrankungen. Und ist dann tatsächlich, irgendwann hat man gesagt, gut, das hat eine Wirkung auf die Gefäße. Und dann hat man gesagt, das kann auch eine Wirkung haben auf die Augengefäße und hat das beim Glaukom, also bei einer Augenerkrankung testen wollen. Und da ist es dann im August des Jahres so gewesen, dass ein Patient, der Long-Covid hatte, auf dieses Medikament angesprungen ist im Rahmen der augenklinischen Behandlung. Deswegen kommt das ganz viel aus dieser Augenklinik in Erlangen. Und dann hat man plötzlich festgestellt, huch, wir haben einen Menschen, der hat das bekommen und bei dem sind die Long-Covid-Syndrome kurzfristig dann auch weggegangen. Und dann hat man gesagt, das ist aber sehr vielversprechend. Dann waren es im August und da kochte das erstmal hoch. Plante man die Behandlung eines vierten Patienten damit. Und das war so die Zeit, als es anfing, Unterschriftenlisten zu dem Thema zu geben. Jetzt gibt es also offensichtlich eine groß angelegte klinische Studie. Das ist eine Firma, die heißt Berlin Cures, die dieses Medikament entwickelt. Ich habe gerade noch mal auf die Homepage geguckt. Die sagen schon, bitte schreiben Sie uns nicht mehr an. Also alle jetzt sagen, ich will das auch nehmen. Der Hersteller von so einem Medikament darf überhaupt nicht Patienten zuordnen, weil dann ist es nicht doppelverblindet in einer großen Studie. Das heißt, das wird jetzt getestet, aber auch diejenigen, die Ärztinnen und Ärzte, die das zur Anwendung gebracht haben, sagen, ja, das kann helfen. Wir wissen aber auch noch gar nicht, bei welcher Patientengruppe das hilft. Also es soll also heißen, das ist ein Medikament, was bei bestimmten Menschen hoffentlich eine Wirkung auf Long-Covid hat, aber es ist eben nicht so wie ein Ibuprofen, oder sage ich jetzt mal einfach so als Wirkstoff, wo du sagst, das wirkt bei sehr, sehr vielen Menschen gegen Schmerzen sehr gut. Das wird wahrscheinlich eher kleiner sein. Vielleicht auch nicht, warten wir es mal ab, aber da sollte man jetzt erstmal wirklich die Studie auch abwarten. Aber ja, also zur Einordnung vielleicht, also die Zulassung für dieses BC007 wird mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit kommen aus der Heart-Failure-Indikation. Also es ist nicht so, dass es da nicht funktioniert hätte, sondern genau, die Zulassung läuft noch für Herzinsuffizienz, aber das dauert halt. Ich meine, es läuft im Normalfall, durchläuft im Moment ein normales Zulassungsverfahren, wo man also mit einer Zulassung irgendwann 2025, 2026 rechnen würde. Und jetzt hat man halt ganz vage Hinweise darauf, dass es einem Teil, oder naja, relativ konkrete Hinweise, aber Hinweise darauf, dass es einem Teil der Long-Covid-Patienten helfen könnte. Und da, ich glaube, eins der Probleme, was man bei Long-Covid hat, ist, dass es ja auch so eine diffuse Indikation ist und dass möglicherweise Dinge unter Long-Covid zusammengefasst werden, die unterschiedliche Ursachen haben. Also es gibt ja schon länger die Vermutung, dass zu Long-Covid gehören könnte, dass Leute einfach sehr, sehr lange das Virus noch im Körper haben und dass das da auch noch was macht. Dass bei anderen möglicherweise Autoantikörper, und das wären dann die Patienten, für die dieses BC007 möglicherweise wirken würde. Also ich vermute, die Leute, bei denen Paxlovid helfen würde, das wären eher die, bei denen das Virus noch im Körper ist. Mhm. Das wäre zumindest die logische Erklärung. Autoantikörper ist nicht, wenn man auf sein Auto allergisch reagiert, sondern halt Antikörper, die sich gegen den eigenen Körper richten. Ich weiß nicht, wenn alle noch nicht die vorherigen Folgen gesehen haben. Ja, guter Hinweis. Es gibt ja auch die Geschichte, dass es gegen Long-Covid unter Umständen hilft, nochmal geimpft zu werden gegen Covid. Ja, damit noch mal so ein aber Schub bei manchen wird es auch schlechter.
Das sind wahrscheinlich wieder die mit den Autoantikörpern. Das ist, ja. Aber also, es sind weniger. Es wird bei mir dafür müsste man halt eine gewisse, also halt einfach ein besseres Verständnis dafür haben, wie Long-Covid eigentlich zustande kommt und zuordnen können, bei wem jetzt eigentlich was die Ursache ist. Und dann könnte man es vernünftig behandeln. Also da ist auf jeden Fall noch eine Menge Forschungsbedarf da. Also was mich die ganze Zeit umtreibt jetzt seit 20 Minuten ist die Frage, die ich einfach mal so stellte, die noch nicht beantwortet ist. Was macht ein Mensch mit einer, der Hochrisikopatient ist? Was macht ein Mensch, der ein krankes Kind zu Hause hat oder ein Kind, das Hochrisikopatient wäre, wo die Gefahr vielleicht besteht, je nachdem, was das Kind hat, dass das vielleicht daran sterben könnte. Was mache ich denn dann? Ich kann wirklich, seit 20 Minuten ist da in meinem Hirn so diese Restverzweiflung an Empathie, wo ich mir denke, um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt, wenn die Leute keine Masken mehr haben, wenn ich nicht mehr weiß, ob dieser Mensch, der vor mir steht, vielleicht jetzt gerade Covid hat, aber einfach nur keine Maske auf. Wie verhält man sich denn jetzt? Das Schlimme ist ja die Frage, die haben wir uns eigentlich schon die ganze Pandemie über gestellt und stellen müssen und zu wenig beantwortet. Jetzt ist sie noch schlimmer oder fast genauso schlimm. Es tut sich halt einfach nichts, weil Familien, denen es so geht, Menschen, denen es so geht, die existieren halt seit die Pandemie angefangen hat, indem sie sich möglichst zurückhalten, indem sie kaum vor die Tür gehen und sich wirklich gut überlegen, wie sie den Alltag bewältigen können überhaupt. Ja. Während andere halt dafür auf die Straße gehen, dass sie in irgendwelchen Geschäften keine Masken tragen müssen. Und das ist halt auch der Punkt, wo wir uns als Gesellschaft fragen müssen, was lernen wir aus dieser Pandemie, die ja noch nicht mal vorbei ist. Und die Folgen, die werden wir ja ewig noch zu spüren kriegen. Und wir müssen uns jetzt wirklich die Frage stellen, wie wollen wir das künftig auch gestalten? Wollen wir diese Menschen einfach weiter irgendwo in den Schatten existieren lassen, so nach dem Motto, die sind dann halt zu Hause und gut ist? Oder wollen wir sagen, wir stellen unseren Freiheitsbegriff mal auch insofern auf den Prüfstand, ob wir dann nicht vielleicht doch eher die Freiheit und Solidarität meinen, als irgendwie so ein persönliches Ding von, ich will jetzt aber heute Abend gerne Party machen. Also ein weiteres Problemfeld ist ja auch die Frage, also um es dir konkret zu beantworten, Tommy, glücklicherweise bin ich nicht in der Situation, in der aktuellen Lage würde im Grunde genommen nur der pure Selbstschutz helfen, was du für dich als Erwachsenen machen kannst. Für Kinder ist es sehr, sehr schwierig. Wir haben ja auch irgendwann erlebt, in dem Moment, wo es alles ein bisschen lockerer wurde, dass die Kinder im Grunde genommen so ein bisschen als Infektionsträger Covid ja bei vielen nach Hause gebracht haben, im Grunde genommen, die da bisher nicht betroffen waren. Also das wüsste ich gar nicht zu beantworten. Ich glaube, ein weiteres Problem, was wir auch in dieser Debatte haben, ist, was ist denn überhaupt oder wer ist denn überhaupt wirklich ein Risikopatient? Auch das haben wir ja immer noch nicht so, wenn wir ehrlich sind, wirklich beantwortet. Wir haben relativ früh gesagt, Menschen mit Atemwegserkrankungen, Menschen mit Autoimmunerkrankungen, natürlich all diejenigen, deren Immunsystem stark geschwächt ist, typischerweise Patienten, die in einer Krebsbehandlung sich befinden, da ist das häufig der Fall, die sind betroffen. Dann gab es irgendwann Hinweise, dass gewisse Schilddrüsenerkrankungen eventuell eine Auswirkung haben können. Aber wir sind im Grunde genommen noch gar nicht an dem Punkt, dass wir das typisieren können und sagen können, also diese Gruppe darf es auf keinen Fall bekommen, weil selbst das wäre ja auch eine Aussage. Wir sind auch da so in dieser Wahrscheinlichkeit und das macht es auch so furchtbar schwierig. Naja, also wenn ein Kind Mukoviszidose hat, kann ich mir in keinem Szenario vorstellen, dass man sagt, dass es hilfreich wäre, wenn es das Virus bekommt. Ja, und gibt es viele. Das stimmt. Weißt du, und da würde ich jetzt einfach mal sagen, also ich hätte das gerne, dass man so solidarisch ist, dass man sagt, es gibt diese Kinder, es gibt ältere Herrschaften, es gibt Menschen, die Long-Covid bekommen können. Mir persönlich reicht das schon und nicht, weil ich heilig bin, sondern einfach so, dass ich sage, dann ziehe ich doch diese Scheißmaske auf. Die Frage ist, wirst du das den Rest deines Lebens jeden Herbst und Winter bei jedem Einkauf machen? Weil ich weiß, wo ist denn das Problem? Eine Maske beim Einkaufen anzuziehen? Ja klar mache ich das.
Ja, ja, aber das, auch das ist ja immer ein graduelles Ding. Also, wir werden die Ausbreitung dieses Virus, also, dass das endemisch wird, werden wir nicht verhindern. Punkt. Also, das, ja, ich kann doch trotzdem Rücksicht nehmen. Oder? Natürlich. Ja, aber man darf sich halt nicht zu viel davon versprechen. Also, aber an gewissen Punkt hätte man halt ein ähnliches Argument über die Influenza vor der Pandemie auch sagen können. Ja. Aber ist es nicht cool, wenn wir auch einfach sonst weniger Atemwegserkrankungen im Winter kriegen? Also ich meine, was ist denn der Punkt zu sagen, wenn ich Zug fahre, dann ziehe ich halt die Maske auf, wenn ich im Geschäft bin, dann ziehe ich halt die für 5 Minuten, wo ich da drin bin, die Maske auf. Also ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich sage nur, dass du keine Lust hast. Nein, ich sage nur, dass ich es nicht für realistisch halte, dass Leute im gesunden Zustand, wenn sie miteinander im Biller spazieren, künftig alle eine Maske aufsetzen. Nein, das wird nicht passieren. Was ich mir wünschen würde und was ich für vielleicht teils realistisch halte, ist, dass es sich einbürgert, dass wenn Leute sich nicht ganz fit fühlen und ein bisschen kränklich fühlen und dann Zug fahren und dann im Biller gehen, dass sie selbst dann eine FFP2-Maske aufsetzen. Das finde ich schön, wenn sich das etabliert. Ich halte es für sehr unrealistisch, dass Leute generell Masken Zustand, haben. Wo jetzt, weißt du, die Pandemie in den Hintergrund gedanklich rückt, und das tut sie ja jetzt schon zu einem großen Teil, wo das Gesundheitssystem nicht mehr gefährdet ist. Leute, wenn sie miteinander gesund irgendwo reingehen, alle eine Maske aufsetzen, ich halte das einfach nicht für realistisch. Nee, ist ja jetzt schon nicht man darf es sich doch wünschen. Ja, wäre halt nett. Warum ist das, also ich kann es, gut, ich habe weder ein Problem mit Masken, noch sonst irgendwas, noch fühle ich mich eingeschränkt davon. Das ist vielleicht bei anderen Leuten anders. Aber in einem Supermarkt, ich bin da ganz dankbar drüber, weil ich nämlich tatsächlich früher immer so das Problem hatte, wenn ich dann in der Schlange stand und irgendwelche Leute um mich rum gehustet haben, habe ich mir ganz oft gedacht, also irgendwie hätte ich jetzt, glaube ich, lieber eine Maske auf. Weil ich das in den asiatischen Ländern gesehen hatte und gesagt, das ist doch super. Und warum zieht der nicht aus Rücksicht auf mich eine auf, so wie die das machen? Ich finde das super, warum nicht? Und wenn sich das einfach einbürgern würde, ich fände das eine schöne Geste gegenüber allen anderen Menschen. Wenigstens, genauso wie du sagst, wenn ich Symptome von irgendwas habe, dass ich aus Rücksicht auf andere Menschen sage, ich ziehe dieses Ding auf. Ja? Das finde ich cool, also, auch wenn jemand Holm. Das absolut. Wir müssen uns nur darüber im Klaren sein, dass wir auch damit vulnerable Gruppen nicht auch nur annähernd irgendwie sicher schützen werden. Wir werden die Ausbreitung dieses Virus damit ein kleines bisschen verlangsamen. Letztlich Masken sind so effektiv. Glaube ich, ja gut, aber wir tragen sie ja nicht dauernd. Und wir werden beispielsweise, wo wir gerade bei Kindern sind, wir werden nicht dahin kommen, dass Kinder dauerhaft in der Schule und im Kindergarten eine Maske tragen. Nein. Das ist einfach vollkommen... Ja. Aber wieso siehst du das in der Schule anders als zum Beispiel... Weil es Kinder sind und weil ich als Erwachsener in der Lage bin, selbst und verantwortlich mich zu entscheiden, ich trage jetzt eine Maske, um andere zu schützen. Und das traue ich halt Kindern in der Form einfach nicht so wirklich zu. Weil sie die Maske stört. Ja. Ja. Warum auch immer. Ich glaube, es gibt halt auch viele Erwachsene, die nicht gern einerseits selber die Maske tragen, aber vielleicht noch lieber dann in einer Runde von Leuten sind, die alle Maske tragen. Deswegen halte ich es für unwahrscheinlich, dass das zum Standard wird bei Leuten, die untereinander gesund sich fühlen. Okay, das soll dann jeder selber sehen. Ich mag das, ich mache das so. Ich bin aber jetzt auch nicht der Mensch, der dauernd anderen Leuten irgendwie in die Schäsen schauen muss. Insofern, ich hätte halt irgendwie insgesamt, glaube ich, ich bin so enttäuscht von der Menschheit als Allgemeinen. Das ist, glaube ich, mein großes Problem, dass ich so enttäuscht davon bin, dass dass es um die Solidarität, die ich eigentlich uns angedichtet hatte, oder wo ich mir sicher war, dass die da ist, dass die nicht da war. Das hat mich echt zerschmettert. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass gerade als es so richtig hart auf hart ging, dass da so wenig Solidarität da war. Sondern dass du wirklich... Ich bin heute in der Straßenbahn im Zug gesessen und es war wenig los im Zug und bei uns innerhalb von Wien ist Maskenpflicht, aber die meisten scheißen drauf und es werden, also dachte ich, und es wird doch nicht kontrolliert und es wird doch nicht gestraft.
Aber gut 80% hatten die Maske oben. Mhm. Und das, obwohl bei uns die Covid-Belastung gerade wirklich in einem Bereich ist, wo man sagt, wenn man es jetzt gerade akut selbst nicht hat, ist es auf gesellschaftlicher Ebene keine Tragödie. Und trotzdem eigentlich tagsüber ist es total angenehm. Das hat mich eigentlich im Positiven überrascht, weil es könnte jeder in die Straßenbahn gehen, es würde keinen Deppert ansprechen ohne Maske, es wird der Schaffner nichts sagen. Das fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Und ich weiß nicht, wie viel davon Selbstschutz ist. Wahrscheinlich nicht wenig, weil es geht gerade viel um RSV und Influenza und auch langsam Fahrt auf. Aber ich fand es eigentlich sogar ein bisschen fast beeindruckend. Ja, das also ist schön, wenn man da mal sowas erlebt. Ich habe ich war im Sommer wahnsinnig viel in Zügen unterwegs und habe da die dollsten Sachen mit dem Gegenteil erlebt. Und was mir so aufgefallen ist und worüber ich wirklich viel nachgedacht habe, ist, wie viele Menschen, und ich habe da wirklich solche Szenen beobachtet, sich sozusagen die Maske als Schlachtfeld zur Selbstbehauptung ausgesucht haben. Also Die haben erstens wohl gedacht, indem ich Rücksicht auf andere nehme, zeige ich Schwäche. Also Rücksichtnahme gleich Schwäche. Ja, ganz viel ist ein Männlichkeitsproblem bei vielen. Ja, na, auf ein paar Frauen, aber viele Männer doch, ja. Und dann müssen sie unbedingt sich und dem Umfeld beweisen, dass sie sich irgendwie durchsetzen können, indem sie da irgendwie Zugpersonal anschreien und versuchen, da irgendwelche Argumente oder langsam, ganz nichts. Langsam demonstrativ was essen. Das ist Erdnüsse, Kern für Kern, vier Stunden lang. Und sie, die merken gar nicht, diese Leute, wie sehr sie sich gerade dabei lächerlich machen. Und das ist so armselig, das zu beobachten. Das ist erstens, ärgerst du dich, dass die gerade keine Maske tragen wollen. Und zweitens ist das auch noch so ein Fremdschämmoment, dass ich wirklich denke, was sind wir denn alle? Sind wir denn alle irgendwie ein Stückchen weggetreten oder so, dass wir irgendwie es nicht schaffen, mal aus Rücksichtnahme auf andere für eine gewisse Zeit so ein Stück Stoff vor der Nase zu tragen. Also aber Alexa, also ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland zugeht, aber ich glaube, bei uns ist es so, das sind so die 2% der Leute, auf die dann alle schauen im Zug. Mhm. Also ich habe den Eindruck, vielleicht bilde ich es meinen, vielleicht fahre ich einfach zur richtigen Zeit im Zug, wahrscheinlich wird es abends anders ausschauen. Aber ich habe den Eindruck, das ist halt die eine Person, die man da jetzt gerade erspäht hat, der einen dann irrsinnig ärgert, der den Glauben an die Menschheit verlieren lässt. Ich habe nicht den Eindruck, dass das die Masse ist. Ich habe den Eindruck, die Masse macht, was halt jetzt gerade sinnvoll erscheint, und wenn wenig los ist im Zug, haben sie es halt nicht auf, und wenn viel los ist, haben es tatsächlich bei uns zumindest viele auf. Und dann sind halt hier und da, wenn du so 100 Leute in einem Waggon hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal relativ hoch, dass ein paar Wappler auch dabei sind. Meine Stichprobe war nicht groß, aber der Anteil der sich querstellenden Personen war nicht so gering. Sag also, da mal gleich, Alexander, ich habe noch eine Zwischenfrage. Mhm. Wie ist denn das zu bewerten, was ich da just las oder schon 2-3 Mal las, dass damals bei der spanischen Grippe sowas wie long-spanische Grippe nicht in den Köpfen vorkam, man aber trotzdem glaubte festzustellen, als man sich das nochmal angeschaut hat, dass verdächtig viele Menschen nach dieser Pandemie mit irgendwelchen Schwächeproblemen irgendwie ins Krankenhaus kamen oder früher verstorben sind oder also Leute, die als geheilt galten, dass das vielleicht auch schon so ein Long-Covid-eskes Ding war, was man nur damals völlig falsch bewertet hat und dann gesagt hat, stell dich halt nicht so an. Die Leute hatten aber eben Herzprobleme und alles Mögliche und sind dann einfach gestorben, obwohl sie sichtlich jetzt nicht unbedingt direkt spanische Grippe hatten, aber sie waren halt einfach Long-Covid-mäßig im Arsch. Es gibt auf jeden Fall bei anderen Erkrankungen auch solche Long-Phänomene. Sie sind tendenziell seltener. Man weiß zum Beispiel, bei der russischen Grippe gab es auch Leute, die lange, lange Zeit Symptome hatten. Was aber möglicherweise auch ein Coronavirus war. Genau. Ist aber also der Großteil ist eher so eine Nischenannahme. Also es geht auf eine Arbeit zurück, die das evolutionär zurückrechnet, aber ist umstritten, ob es eine Influenza oder aber tatsächlich sogar bei der saisonalen Influenza, bei der Grippe, bei der echten Grippe, gibt es
manche sagen dazu Long Flu, aber gibt es in seltenen Fällen das Phänomen, dass Leute langanhaltende Gesundheitsprobleme davontragen? Ist tatsächlich erst jetzt im Zuge der Corona-Pandemie so richtig herausgekommen, weil man manchmal so Grippepatienten als Kontrollgruppe verwendet hat und dann gemerkt hat, oha, da sind aber auch einige dabei, die dann über Monate hinweg Symptome haben. Ist in dem Fall aber eher nur bei den sehr schweren Verläufen und ist seltener als bei Long-Covid. Aber ist jetzt nichts, wo SARS-CoV-2 jetzt die einzige Ausnahme quasi im ganzen Reich der Viren wäre. Also diese und man muss dazu sagen, also jetzt die spanische Grippe, ich werde da aus mehreren Aspekten vorsichtig. Punkt eins, wir wissen, es ist eindeutig von einem Influenza-Virus verursacht und es ist auch von einem Influenza-Virus verursacht, das also bis in die 1970er Jahre noch im Umlauf war. Das heißt, wenn es so markant gewesen wäre, hätte man es ja auch später noch sehen müssen bei den Leuten, die da zum ersten Mal halt dieses entsprechende H1N1-Virus da abbekommen haben. Und der zweite Punkt ist, dass natürlich die damalige Pandemie in einer extreme Krisenzeit, Ende des Ersten Weltkriegs und die Krise, dann, also die ein, zwei Jahre danach gefallen ist, wo in vielen Ländern massive wirtschaftliche Probleme waren, wo es Revolutionen gab, wo Leute schlecht ernährt waren, wo Hygiene ein Problem war und so weiter. Und das, also aus der Zeit sozusagen dann Rückschlüsse zu ziehen, ist halt auch schon echt schwierig. Verstehe. Da wäre, wenn man vernünftige Daten über die russische Grippe aus den 1890er Jahren hätte, wäre da mehr rauszulesen, wobei wir da halt noch nicht mal den Erreger kennen. Also, Alexander, du kommst jetzt gleich dran, wenn ich vorgelesen habe, Kaspar David Dietlich schrieb, er holt sich vor Weihnachten die Grippeschutzimpfung. Und jetzt kommst du. Also ich wollte eigentlich sagen, dass ich mich damit nicht auskenne, wollte aber in die gleiche Richtung gehen. Grippeschutzimpfung? Nein, spanische Grippe, zu dem Punkt kommen, den Holm sagt, also das ist natürlich immer eine schwere Erkrankung und der Umgang damit, also sozusagen auf die Gesellschaft gesehen, davon abhängig ist, in welchem Grundzustand die Gesellschaft ist und da kann man natürlich sagen, dass die heutige Gesellschaft in einem anderen Grundgesundheitszustand ist als damals zur spanischen Grippe, also das wollte ich nur gesagt haben. Ich habe lange nochmal darüber nachgedacht, weil wir ja nach wie vor immer wieder auch Menschen sind, die das Zero-Covid fordern, was man ja auch fordern kann, dass sie sagen, alle müssen Maske tragen, alle müssen sich schützen. Hab dann so geschaut, wie man, und wenn ich mich so erinnere, am Anfang der Pandemie habe ich auch gesagt, eine Maske bringt ja nur was, wenn man sie richtig trägt. Und dann muss man ja auch aufpassen, wie lange man die trägt. Und war da auch kritisch, was die Masken und solche Geschichten angeht, habe dazu gelernt. Ich will nur sagen, das SARS-CoV-2-Virus endemisch wird, heißt nicht, das ist ja, wird ja häufig vor sich hergetragen wie so eine Monstranz, wenn es denn endemisch ist, dann müssen wir damit leben. Das ist ja ein Argument, was von vielen Leuten kommt. Da muss man zunächst mal sagen, es gibt Regionen in der Welt, da ist Malaria endemisch. Da möchte man trotzdem nicht Malaria bekommen, weil das einfach eine sehr, sehr schwere Erkrankung ist. Also das heißt, nur weil etwas endemisch ist, da sind wir nämlich so in der Klassifikation von Erkrankungen. Das hat keine Aussage auf die Schwere der Erkrankung und was die Erkrankung macht, sondern das heißt einfach nur, das Ding ist da und viele Leute sind damit schon mal in Kontakt gekommen. Das bedeutet ja im Grunde genommen, dass etwas endemisch ist. Ich glaube, wir kommen langfristig aus dieser Problematik und auch gerade aus der Problematik, die du da beschrieben hast, Tommy, die ja sehr, sehr nachvollziehbar ist. Also was mache ich denn um Gottes Willen, wenn ich selber schwerst erkrankt bin und ich darf das Ding nicht bekommen oder meine Kinder dürfen das Ding nicht bekommen? Erst dann vernünftig raus, wenn wir entweder Medikamente haben, die sofort sehr, sehr gut und mit wenig Nebenwirkungen helfen, wenn man das bekommt, oder noch eher, wenn wir bessere Impfungen bekommen. Und ich habe mich noch mal so ein bisschen belesen und der Martin kennt sich da sicherlich viel, viel besser aus. Deswegen sehe ich mich da so ein bisschen als Stichwortgeber, dass man ja im Moment auch in die Richtung forscht. Und das, darüber haben wir schon bei der Ferngespräch-Convention gesprochen, dass es ja verschiedene Ideen von Impfungen gibt. Das hat der General Watze ja damals erklärt. Nicht diese Impfung, die man quasi mit so einer Pistole reinschießt, wo gar nicht mehr gestochen werden muss. Und dann gibt es ja auch und gab es auch immer die Überlegung, ob man nicht per Nasenspray auch impfen kann. Und da sind ja einige Sachen auch in der Erprobung tatsächlich auch schon gediehen. Und die Idee, wenn ich das richtig verstanden habe, Martin, das ist so schön, dass du da bist, ist ja, wenn man eins hat, was gegen relativ viele Virenvarianten sozusagen aufgebaut ist, ein Nasenspray, man lernt ja auch dazu und wir erwarten jetzt ja mal nicht mehr, dass sich das SARS-CoV-2-Virus noch massiv rummutiert in die Gegend.
Ah, da sehe ich schon wieder die Experten schon im Kopf. Also gut, egal, also wenn man es anpasst, wenn ich es richtig verstanden habe, wäre so ein Nasenspray, Impfspray insofern gut, als dass die Schleimhäute sozusagen besser gedrillt sind auf die Virenvarianten und das Ding gar nicht erst in den Körper reinkommt. Das wäre, glaube ich, so ein Vorteil von so einem Nasenspray und dass wir damit einen besseren Schutz bekommen könnten. Das wollte ich mal Martin als Experten mal fragen. Ist da was dran? Können wir da auf den Weg laufen? Ja, die Überlegung ist auf jeden Fall richtig. Vielleicht ganz kurz noch zu dem, was du vorher gesagt hast, mit dem endemisch. Es klingt oft so, als wäre der endemische Zustand irgendwas, was so in weiter Ferne liegt und dann ist alles ganz anders. Man kann sich wirklich die Frage stellen, ob es viel endemischer noch wird, als wir es momentan haben. Es ist halt überall, ne? Vielleicht müssen wir das mal richtig definieren, weil wir haben uns jetzt also drumherum genörgelt. Also eigentlich ist ja endemisch sowieso eine Fehldefinition, weil endemisch sich eigentlich auf ein lokal begrenztes Gebiet bezieht. Und jetzt haben wir das Virus aber auf der ganzen Welt. Dann könnte man sagen, das ist global endemisch, wenn man so will. Aber im Prinzip, was du halt damit ausdrücken möchtest, ist, ich möchte fast sagen, eine gewisse Vorhersehbarkeit. Ja, wenn eine Pandemie startet, dann breitet es sich aus, wann es halt beginnt und dann weißt du nicht, wie groß die Wellen werden, weil du nicht weißt, wer ist wie anfällig und es hat noch keiner einen Immunschutz. Das ist wahrscheinlich einer der entscheidenden Punkte bei einer Pandemie, die ist auf einmal da, keiner hat einen Immunschutz und sie breitet sich aus. Jetzt haben die allermeisten irgendeine Form von Immunschutz, weil sie es schon gehabt haben, weil sie geimpft sind. Und wir haben praktisch keine Maßnahmen mehr, zumindest in Österreich momentan. Das heißt, es ist eigentlich nicht mehr viel zwischen dem, was wir jetzt haben und dem, was ein potenzieller zukünftiger endemischer Zustand anders haben könnte. Es kann natürlich sein, dass der Immunschutz in der Bevölkerung noch stärker wird, weil wir uns mehr impfen lassen, aber bei uns ist es eher so, dass sie weniger Leute impfen lassen. Also es ist echt so, ich weiß nicht, ob wir noch viel endemischer werden, als wir es momentan sind. Also man könnte sagen, so wie jetzt die Situation ist mit dem Virus, so wäre es auch nicht undenkbar, dass es in 5 Jahren ist oder dass es in 10 Jahren ist. Um Gottes Willen. Und deswegen muss man sich dann halt auch fragen, was sind jetzt die Maßnahmen, wo man sagen, die machen vielleicht von jetzt an in alle Zukunft gedacht Sinn. So muss man sich denken, das ist blöd ausgedrückt. Aber es gibt ja jetzt nicht aus meiner Sicht diesen goldenen Zustand der Zukunft, wenn dann endlich die Pandemie vorbei ist und die Endemie da ist. Das hat man anfangs so gehofft, weil man gehofft hat, dass der Immunschutz irgendwie präsenter bleibt und ausgeprägter bleibt. Aber es hat jetzt eine gewisse Berechenbarkeit und die Fallsterblichkeit ist deutlich niedriger, als sie es zu Beginn war. Und das sind eigentlich schon gute Nachrichten. Also man könnte schon davon annehmen, dass es vielleicht 10-mal weniger tödlich ist, als es am Anfang war. Auch wenn das sehr schwer ist, wirklich konkret zu machen. Aber das wollte ich nur kurz sagen, um diesen Zustand der Endemie, auf den wir immer so alle geschielt haben, vielleicht ein bisschen zu relativieren. So das heißt, um es ganz genau nochmal zu sagen, das ist, wenn etwas dauerhaft irgendwo verbreitet ist in der Bevölkerung. Und das ist ja dann schon mal der Hinweis auf den Dauerzustand. Und man hat dann gehofft, das ist dann irgendwann dauerhaft bei uns verbreitet. Aber wir kommen alle ganz gut damit klar und das Gesundheitssystem kommt damit klar. Das heißt, das ist dann ein Zustand, mit dem wir relativ lange ganz gut leben können. Und das trifft halt jetzt auf eine bestimmte Gruppe von Menschen nicht zu. Mhm. Genau. Ja, so wie halt man auch eine bestimmte Gruppe von Menschen hat, die halt jedes Jahr an Influenza sterben seit jeher. Ich glaube, bei euch sind es um die 10.000, bei uns sind es um die 1.000 Menschen. Und jetzt haben wir halt noch einen zusätzlichen Erreger. Aber da sterben halt jetzt pro Woche wie viele Menschen in Deutschland? An Corona? Das ist nämlich die Frage. Die Frage wäre immer, wenn dann dieser endemische Zustand erreicht ist, sei das jetzt schon oder 2 Winter weiter, wie auch immer man so um die 1.000 waren es so in den letzten Wochen. Pro Woche. Die Frage ist immer, ja, wobei, da muss man halt jetzt auch überlegen, das sind jetzt wahrscheinlich alle gemeint, die halt mit diesem Virus infiziert sterben. Punkt. Wäre wahrscheinlich circa ein Viertel von denen, wenn es bei euch ähnlich ist, wären noch immer viele Menschen. Eben, also ein Viertel. Aber die Frage war halt immer, wenn dann dieser endemische Zustand erreicht ist, was auch immer das jetzt im Detail bedeutet, wie hoch ist dann die Krankheitslast? Ist es dann eher so wie die saisonalen Coronaviren, die halt dann Erkältungen verursachen? Oder ist es eher wie Influenza, die halt viel schwerere Erkrankungen verursachen? Oder vielleicht noch schlimmer? Und jetzt schaut es halt danach aus, es ist halt irgendwo wahrscheinlich plus minus auf der Ebene von Influenza, von der Krankheitsschwere, nur halt, dass
tendenziell mehr Leute sich damit infizieren. Also eigentlich eine sehr schlechte Situation. Entschuldige bitte, ich muss das korrigieren. Es sind im 7-Tage-Mittelwert aktuell 144 Tote. Ich habe zu hoch. Also, vergesst die 1000. Ich habe die 1000 nie gesagt. Keine 1000. Nicht 1000. Ja, es sind nicht 1000. So, jetzt vergesst mal die 1000. Viel Erfolg. So, jetzt wollte ich nur kurz. Nicht an 1000 denken. Ja, jetzt, also das wollte ich nur kurz loswerden mit diesem endemisch, weil der Begriff irgendwie so. Wie die Karotte ist die vor der Nase baumeln und ich wollte euch die Karotte jetzt wegnehmen. Ja, danke, toll. Kaspar David Niedrig schreibt, würde Martin die dritte Auffrischung empfehlen, also die fünfte Impfung, wenn sie verfügbar wäre? Ja, das kommt auf die Situation drauf an. Also das kann man ganz allgemein schwer beantworten. Ich persönlich bin jetzt 4-mal geimpft und der Grund ist vor allem, da war gerade frisch der angepasste Booster draußen und ich war viel auf Tour. Ich werde viel Kontakt haben. Da könnte man nachher auch drüber sprechen, diese angepassten Impfungen. Also klar, wenn man, je nachdem wie alt man ist, wann man das letzte Mal infiziert war, welche Variante gerade kursiert und wie groß gerade die Welle ist, macht es mal mehr, mal weniger Sinn. Bei uns ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt für einen angepassten Impfstoff, aber ich glaube, bei euch gibt man den jungen Leuten noch gar nicht. Kann das sein? Doch. Doch, den ganzen Abend, ja. Also man kriegt ihn anscheinend nicht überall automatisch, was ich ein bisschen skurril finde, aber ja. Ja, also... Also cool. Kommt drauf an, aber das kommt so ein bisschen auf den Arzt an, aber an und für sich wird im Moment mit dem angepassten Impfstoff. Ja, was ist denn jetzt mit dem Nasenspray? Genau, was ist mit dem Nasenspray? Danke. Wie ist denn jetzt mit dem Nasenspray? Also ein Impfnasenspray, wohlgemerkt, ja. Ne? Ja. Wenn man intramuskulär spritzt, so wie wir das jetzt machen, ja, dann bauen wir eine gute systemische Immunität auf, also durch den ganzen Körper in Unreaktion mit Antikörpern, was diese bisherigen Impfungen aber nicht gut machen, ist eine Immunität direkt an den Schleimhäuten. Wir haben einen anderen Typ von Antikörpern im Blut, das ist das IgG, als wir es auf den Schleimhäuten haben, das ist das IgA, weil wir haben da noch so eine lokale, wie soll ich sagen, eine Art lokales Immunsystem obendrauf. Und da ist es so, wenn das Virus jetzt kommt, dann kann das von diesen Schleimhautantikörpern manchmal direkt an der Eintrittspforte neutralisiert werden. Und dadurch habe ich einen Schutz vor Ansteckung, der relativ gut sein kann. Ah. Das Problem ist, das passiert halt wirklich nur, wenn die Immunreaktion hier abläuft. Und das tut sie zum Beispiel bei einer Infektion. Und es kann aber auch sein, wenn ich einen Impfstoff als Nasenspray verabreiche. So, was ist jetzt das Problem? Mein Immunsystem muss irgendwie stark gereizt werden. Das tut es automatisch, wenn ich RNA in den Muskel spritze. Das muss dann zusammengebaut werden von der Zelle und so weiter und so fort. Und RNA selber ist auch sehr reaktiv, was Immunreaktion angeht. Wenn ich das jetzt nur auf die Schleimhaut draufspülen würde, wird nichts passieren. AstraZeneca hat den Impfstoff, den sie haben, in Muskel gespritzt. Den haben sie eigentlich genommen, wie er ist. Haben ihn in die Nase gespritzt in der kleinklinischen Studie. Hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist zwar auch ein Vektorvirus, aber einer, der sich nicht vermehren kann. Mhm. Und so Nasenspray-Impfstoffe müssen oft vermehrungsfähige Viren beinhalten, damit sie wirksam sind. Bei uns zum Beispiel, wenn man Kindern die Grippeimpfung gibt, die kriegen einen Nasenspray-Impfstoff seit neuestem und der funktioniert bei ihnen sehr gut. Das ist abgeschwächtes, vermehrungsfähiges Virus. Und jetzt ist die Hoffnung, wenn man beim Coronavirus so einen Nasenspray-Impfstoff zulässt, und das sind über 100 in Erprobung weltweit, dass die eine ausgeprägte Immunität auf den Schleimhäuten verursachen können, die dann nicht nur vor schweren Verläufen schützen, sondern auch vor Infektion und damit auch vor Übertragung und auch vor leichten Verläufen. So, aber, der Holm hat es, glaube ich, vor der Sendung eh schon kurz angesprochen, das Problem ist, es kann gut sein, dass das dann tatsächlich eine Weile besser vor Infektion schützt, das wäre die Hoffnung. Aber wir wissen halt auch, wenn ich mit dem echten Coronavirus mich infiziere, dann habe ich natürlich auch eine ausgeprägte Schleimhautimmunität. Ärger geht's ja nicht und spezifischer. Aber auch die geht im Laufe der Zeit verloren. Also gerade diese IgA-Antikörper, die nehmen dann nach ein paar Monaten, sind die auch wieder weg. Und da kann ich mich trotzdem wieder infizieren. Also deswegen gibt's ja Leute, die schon 2-3-mal gehabt haben. Und jetzt kann's sein, dass das vielleicht tatsächlich einen besseren Schutz bietet als zum momentanen. Aber es ist nicht anzunehmen, dass ich dann einen Nasenspray-Impfstoff kriege und dann bin ich für immer geschützt, sondern es wäre eher so, dass ich dann vielleicht für 3 Monate
besser vor Infektion geschützt sein könnte als beim intramuskulären. Ja gut, aber wäre das halt ein richtiger Saisonimpfstoff dann. Ja, genau. Aber das wäre doch nicht schlimm. Das wäre super, aber wäre es dann nicht auch denkbar, dass das Virus, also dass sich dann viel mehr Menschen impfen und dass das Virus sich dann einfach nicht mehr so vermehrt und vielleicht dann doch irgendwann mal... Es könnte sein, dass sich manche mehr Menschen impfen, weil halt also ein Nasenspray, muss man sagen, das ist dann auch nicht so ein Nasenspray, das schaut aus wie eine Spritze, die ich in die Nase steckt in der Regel, ja. Aber es kann sein, dass da eine gewisse Hemmschwelle fällt. Nur muss man sagen, jetzt darf man nicht glauben, dass nur weil das ein Nasenspray ist und sich jeder schon mal ein Nasenspray gegeben hat, dass das dann nebenwirkungsfrei ist. Also, dass ich ein Nasenspray nehme, heimgehe und am nächsten Tag Sport mache. Also man hat wenig Daten, China, Indien, Russland und der Iran haben einen Nasenspray-Impfstoff zugelassen. In keinem dieser Länder hat man gute Sicherheitsdaten. Man weiß nicht, wie nebenwirkungsreich die sind. Ich weiß nur, ich glaube, der Hersteller in China hat selbst gesagt, die Rate an Impfreaktionen ist circa auf der Ebene von den intramuskulären. Also man kann sich schon vorstellen, dass, also man nimmt schon an, dass auch so ein Nasenspray-Impfstoff kann es auch sein, dass sie danach zwei Tage flach liegt. Also nur, wenn das ein Nasenspray ist, ist es nicht harmlos. Aber es ist doch immerhin, wenn die, gut, also gerade auch in so einer Kombination, gerade wenn du ein Risikopatient bist, wenn du natürlich in dieser Kombination der verschiedenen Methoden, auch wenn du dann Brummschädel hast oder zwei Tage Fieber kriegst, das wäre ja für Menschen, gerade in der Situation, wie Tommy sie beschreibt, ja die Hoffnung, dass du dadurch aber insgesamt natürlich besser geschützt bist. Man sagen muss, gerade für manche Arten von Risikopatienten, also Leuten, die Immunsuppressiva nehmen, Leute, die zum Beispiel Immunsuppressiva nehmen, gerade denen würde man keinen vermehrungsfähigen Lebendimpfung geben, genau. Also es ist wahrscheinlich eher für die andere Bevölkerung was. Und ich muss also, um jetzt mal so ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, auch was diese Nasenspray-Impfungen angeht. Danke, super. Also Martin sagte gerade irgendwas von über 100 Projekten. Also es gibt nach WHO-Datenbank momentan 12 Projekte, die in der klinischen Erprobung, in die klinische Erprobung eingegangen sind. Da sind also die in einigen Ländern schon zugelassenen schon dabei. Jetzt für die EU angedacht oder inwiefern? Was? Nee, einfach bei der WHO registriert. Die schon in der klinischen Erprobung sind. Ach so, in klinischer Erprobung. Also die so weit, dass man sie schon mal an Patienten ausprobiert hat, ob die Patienten nicht tot umfallen. Von den zwölf sind vier in eine Phase 3 Studie eingegangen, also im Prinzip in den Studienbereich, wo man Daten für eine Zulassung sammelt. Da ist einmal das indische Projekt dabei, mit einem nicht replizierenden Vektorvirus, übrigens ganz interessant, wie die das hingekriegt haben und was, dass die da eine vernünftige Immunreaktion kriegen, weiß ich nicht. Das weiß niemand. Eine Einzeldosis mit einem nicht replizierenden Vektorvirus, über die Schutzwirkung finde ich da keine Ergebnisse bis jetzt. Dann gibt's das chinesische Projekt, mit einem replizierenden Vektorvirus. Es gab von Coda Jennings ein Projekt mit einem abgeschwächten Coronavirus. Das ist schon ewig in der Phase 3 und ich habe gewisse Zweifel, dass da noch sinnvolle Ergebnisse bei rauskommen. Also jetzt ist eigentlich nicht mehr viel Wein drin in diesem Gefäß. Ne? und es gibt von einem amerikanisches Projekt, das so in Phase 2, 3 jetzt reingeht. Wo ich sagen würde, also der momentane Stand, sie machen eine Studie mit 4.400, ist immerhin in den USA registriert. Das ist meines Erachtens so das aussichtsreichste Projekt, wo jetzt noch was rauskommen könnte, was auch bei uns irgendwie auf den Markt kommen könnte. Ja. Ich bin gespannt. Ja. Und da muss man aber bedenken, wie lange es dauert hat von Phase 3 wirklich zur weltweiten Distribution bei den alten Impfstoffen und da war viel mehr Geld dahinter. Das musste schnell gehen und das ist jetzt hier in dem... Und das ist was, worüber die Impfhersteller wirklich sehr jammern bei den Nasenspray-Impfstoffen, dass die Finanzierung dafür im Vergleich zu den ersten Impfstoffen, die man entwickelt hat, ist ja auch irgendwo logisch, weil da haben wir gar nichts gehabt und die Fallsterblichkeit war exorbitant, dass die Finanzierung jetzt einfach bei weitem nicht mehr die ist, die es am Anfang war. Spitze. Und deswegen die Entwicklung wahrscheinlich sehr lang dauern wird, bis bei uns dann vielleicht... Wieder normal lang halt, ne? Wie es dann halt so eigentlich ist.
Das ist interessant, ne? Das kommt einem halt jetzt sehr, sehr lang vor. Vergleich, aber zu Theodore Kurita schreibt, ich wurde informiert, dass es keine STIKO-Empfehlung für meine Altersklasse 42 gibt, da man befürchtet, dass Menschen gegen den Trägerstoff der Impfung immun werden könnten. Habt ihr auch solche Infos? Das ist nur bei Vektorviren ein Thema. Ja. Und das ist bei, da im Moment eigentlich in Deutschland nur mit mRNA-Impfstoffen geimpft wird, ist das relativer Unsinn. Das hat auch meines Wissens die STIKO nicht so gesagt. Die sagen einfach nur, es gibt keine unbedingte Notwendigkeit, Leute, die jetzt noch unter 60 sind, zu impfen. Also empfehlen sie es nicht und man kann es ja trotzdem tun. Und ich habe es auch trotzdem getan. Ich würde es auch eigentlich empfehlen, es trotzdem. Wenn der Hausarzt sich komplett sperrt, dann schaut halt, ob es in der Gegend Impfaktionen gibt, weil genau. Dann bei solchen Impfaktionen kann man sich dann schon impfen lassen. Sonst den Sputnik V aus dem Darknet, der ist auch replizierend. Martin! Das landet direkt auf Telegram, nein. Was du gerade. Achso, jetzt, ich habe gerade noch mal geguckt. Also dieses eine Projekt, was jetzt gerade angelaufen ist, wo ich sagte, ist amerikanisch, ist brasilianisch, vom Butantan-Institut und wird im Moment in Brasilien an 4.400 Leuten getestet. Die haben natürlich mit diesen Nasenspray-Impfstoffen auch noch das Problem, sie kommen jetzt relativ spät rein. Am Anfang war das halt so, man hatte halt wirklich noch immunologisch naive Patienten und konnte relativ schön erkennen, sind die jetzt infiziert worden oder sind die nicht infiziert worden und so weiter. Die Krankheit hat auch relativ heftig reingehauen. Jetzt haben wir diese komischen Omikron-Varianten, die irgendwie bei manchen Leuten relativ wenig machen, vor allen Dingen, wenn die schon mal infiziert waren. Und also die Studien wären auch immer schwerer interpretierbar. Können wir bitte ganz kurz jetzt mal ein für alle Mal klären, wie das mit den Toten in Deutschland ist? Ello Topello schreibt, der hätte gesucht oder sie, KW 40, 814, KW 41, 1060 Tote, KW 42, 1050, KW 43, 915. Das wäre mir schon jetzt relativ wichtig. Da, gibt es jemanden von euch, der oder die mal irgendwo gucken kann, wo das wirklich verlässlich... Also, wobei wir auch hier wieder sagen, ne, Leute mit Covid gestorben, Leute an Covid gestorben, das ist dann nochmal die andere Frage. Da hat der Martin vorhin lapidar gesagt, ein Viertel mag vielleicht an Covid sein. Also sagen wir so, nein, also um es zu präzisieren, ein Viertel der Leute, die bei uns ins Krankenhaus eingeliefert werden und Covid haben, werden aufgrund von Covid eingeliefert. Andere haben andere Diagnosen, so. Wegen denen sie eigentlich ins Krankenhaus okay. sind. Okay, also. Hat jemand irgendwas gefunden? Boom. Alexander gerade. Ich bin gerade im. Ja, und dann geht es darum, wer ist schneller, meine Damen und Herren? Alexander Waschka oder Hollengero Hümmler? Es sieht im Moment danach aus. Robert Koch Institut und da sind wir. Da sind wir so in der Größenordnung, ich sehe jetzt hier nur eine Grafik und keine Tabelle, da sind wir so bei 400 Fällen pro Woche im Moment gerade. Wir waren allerdings schon bei über 1000 noch im September. Ach, das sind noch Altersgruppen gestartet. Ja, ich habe jetzt die offizielle Tabelle der Corona-Toten. Also wir haben hier laut dem Robert-Koch-Institut im Oktober, jetzt muss ich das gerade ausrechnen, dann kann ich sagen, der Oktober hat 31 Tage, weil wir haben ja Halloween, haben wir 128 Tote im Durchschnitt im Oktober gehabt. Wenn ich das jetzt mal 7 nehme. Im Oktober? Dann, was? 108? Im Oktober, ja. Im gesamten Oktober 128? Nein, pro Tag. Ah, also, im Zahlen des Robert-Koch-Instituts für den Monat Oktober waren es insgesamt 3.986 Todesfälle. Das sind rund 900 in der Woche für Oktober. Und das ist jetzt Robert-Koch-Institut, die offiziellen Zahlen. Und für November hat das Robert-Koch-Institut aktuell das noch nicht gemacht, weil die das immer natürlich einen Namen abgeschlossen haben. So. Ja, also im aktuellen Wochenbericht sind Zahlen drin bis KW 45. Und da sieht man, dass das also vom seit Oktober sich ungefähr halbiert hat. Mit weniger, ne? Ja, deutlich weniger. Es hat sich. Wobei, also, ich meine, da muss natürlich auch sagen, ein Grund, warum wir momentan die Rückgänge haben, ist, dass wir eine relativ heftige Spätsommerwelle hatten oder Frühherbstwelle. Und dadurch wird wahrscheinlich eine Winterwelle, die mit Sicherheit wieder kommen wird, ein bisschen später sein, weil einfach jetzt noch relativ viele Leute mit einer frischen Immunität da sind, die natürlich das Infektionsgeschehen ausbremsen. Moonshine Girl Yuna schreibt, insgesamt ist viel Unsicherheit auch bei Ärzten da, finde ich. Mir ist Long-Covid bestätigt worden. Man hat mir eine Selbsthilfegruppe mit Wartezeit angeboten. Auf meine Frage, was man macht, sagte der Doc, naja, man lernt mit den Einschränkungen umzugehen.
Das ist, glaube ich, nicht ganz so falsch, aber sie ist explodiert und explodiert und sagt, sie will nicht lernen, damit umzugehen, sondern ich will, dass das weggeht. Nachvollziehbar. Daraufhin wurde mir Psychotherapie vorgeschlagen. Natürlich auch mit Wartezeit. Also, ja, das mit dem Long-Covid ist, also das ist nicht leider, so wie ich das jetzt verstanden habe, gar nicht so völlig von der Hand zu weisen, dass man sagt, lerne damit umzugehen, bis es vorbei ist. Das Problem ist, also ich habe das Gefühl, kommt man hört auf die Leute, die Leute fühlen sich nicht ernst genommen vom Arzt. Genau. Und das ist sicher ein Problem, aber ich glaube, ein guter Arzt kann sich besser ausdrücken, ja. Aber das Problem ist halt einfach, es weiß halt kein Arzt, was man tun kann. Es gibt halt wirklich nicht viel. Und dem Patienten ja, irgendwie besser zu vermitteln, ich habe keine Ahnung, was man macht. Arzt-Patienten-Kommunikation, so wichtig. Ja, das ist halt wieder das Ding. Also dieses gerade, habe jetzt auch mitbekommen, dass das mit dem Pacing eben sehr wichtig sein kann, dass du schaust, dass du unter dieser Grenze bist. Das sind ja schon Dinge, die du tun kannst, auch wenn es heißt, du musst was vermeiden. Aber es ist zumindest irgendwas, wo man einfach nur mehr sagt als, ja, das ist halt jetzt so. Aber es gehört auch zum Lernen, damit klarzukommen, bis es weg ist. Natürlich, aber es ist eine Sache, wie man es ausdrückt, ne? Wie Alexa sagt. Ne? Das ist halt so wichtig. Das ist ja schon etwas, schreiben Sie sich das auf, schauen Sie sich Ihre Herzwerte an und so weiter und so fort. Schauen Sie, dass Sie unter der Belastungsgrenze sind. Machen Sie keinen Sport. Das sind, die, auch wenn es jetzt Dinge sind, wo es heißt, mach was nicht, ist es ja etwas, was ich aktiv betreiben muss. Das Problem, also da haben wir mehrere Probleme. Wenn du so stark Long-Covid erkrankt bist, dass du gar nicht aus dem Bett hochkommst, zum Beispiel, dann ist es relativ einfach, Underpacing zu betreiben, weil du kannst einfach gar nichts machen. Ja. Also drehst du dich dann nicht mehr viermal im Bett von links nach rechts, sondern nur noch dreimal, damit der underpaced. Also das ist das Problem. Unterschiedlich starke Ausprägungen. Dann hast du unterschiedlich starke Ausprägungen auch im kognitiven, also im Gehirnbereich. Also es gibt Menschen, die einfach Konzentrationsschwächen haben, gar nicht lange arbeiten können, Gedächtnislücken entwickeln. Das ist ein Phänomen. Dann gibt es andere, die eher körperliche Leistungseinschränkungen haben, aber eigentlich kognitiv, also geistig relativ fit sind. Das ist sehr, sehr schwierig. Das heißt, du hast ein sehr, sehr, sehr individuelles Krankheitsbild und dieses Krankheitsbild ist, naja, sagen wir mal, die ersten Patienten waren im Januar 2020 gerade mal 2 Jahre alt. Und wir wissen noch gar nicht genau, wo sich das andockt. Das heißt, die Medizin ist gar nicht in der Lage aktuell, jedem Long-Covid-Patienten eine adäquate Therapie anzubieten, so, weil wir noch nicht. Entschuldige, da muss ich unterbrechen, weil genau das, was du gerade gesagt hast, ist das, was ich von dem Arzt hören möchte. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem, dass das Ärzte halt nicht beigebracht bekommen. Aber wenn du so einen alteingesessenen Hausarzt. Ja, das ist, natürlich ist das ein Riesenproblem. Und das ist genauso ein Problem, dass wir nicht genug Menschen haben, die adäquat im Pflegebereich bezahlt werden. Das sind die Probleme unseres Gesundheitssystems, was jetzt auch mit einer neuen Erkrankung, die übrigens, wenn uns da nichts einfällt, auch das muss man mal sagen, auch langfristig massive Probleme in unserer Gesellschaftsform geben wird. Wenn wir Menschen haben, die dadurch in Frührente gehen und das werden dann im Zweifelsfall, wenn wir das nicht in den Griff bekommen, immer mehr Menschen, die nicht mehr arbeiten gehen können, dann haben wir auch in unserem Gesellschaftssystem ein Problem. Nur es ist halt für die aktuell betroffene Patientengeneration, wenn ich das mal so formulieren will, unerträglich. Weil wir ja auch aufgewachsen sind in einer Welt, in der du im Grunde genommen, egal wie schwer deine Erkrankung ist, wenn es irgendwie die Option auf eine Heilung gibt, auch eine Quote, also in 70% der Fälle können wir das zu 100% oder wie auch immer. Das haben wir alles nicht. Und jetzt hast du etwas, du bist nicht mehr so wie vorher, du weißt nicht, ob es irgendwann wieder so wird und du weißt auch gar nicht genau, was kann ich denn machen, damit ich da hinkomme. Und das hat, insofern ist dann der Gedanke zu sagen, da gehen wir jetzt auch im Rahmen von Psychotherapie oder einer stützenden Beratung erstmal rein, weil du ja erstmal den Menschen auffangen musst. Das ist ja gar nicht falsch, um Gottes Willen. Aber auch das können wir ja wieder nicht, nein, aber auch das können wir ja gar nicht leisten. Aber das große Problem ist ja in dem Fall wirklich die Kommunikation. Wenn ich als Patientin da sitze und sage, ich habe die und die physischen Symptome,
rede überhaupt nicht von irgendwelchen psychischen Geschichten. Und dann sagt der Arzt, ja, da muss man halt lernen, damit umzugehen. Und ach, hier machen Sie mal am besten auch eine Psychotherapie. Genau. Dann kommt bei mir als Patientin an, Sie bilden sich das alles ein, Sie sind vielleicht auch so ein bisschen verrückt. Lassen Sie sich doch mal beraten. Und das ist eben genau der Punkt. Also anstatt, dass dann bei mir ankommt, das könnte hilfreich sein in der Situation, weil so viel Unsicherheit entstehen, da vielleicht auch auf psychologischer Ebene dran zu gehen, mit einer beratenden oder mit einer begleitenden Gesprächstherapie, was mir ja helfen würde als Patientin, kommt bei mir an, was wollen Sie überhaupt bei mir in meiner Arztpraxis, gehen Sie doch zum Psychotherapeuten. Also sollte das mit der Selbstständigkeit klappen und Sophia und ich dann im nächsten Jahr uns mit unserem psychologischen Institut selbstständig machen, könnten Sophia und ich eventuell auch anfangen, Arztkommunikationstrainings. Das nächste Bestätigungsfeld. Da müssen die sich halt mehr als die klassischen 7 Minuten dann vielleicht irgendwie Zeit nehmen. Ja gut, oder wir müssen es hinkriegen, ein Programm zu bekommen, dass sie in 7 Minuten halt keinen Unsinn erzählen. Das wäre ja auch schon hilfreich. Ich mache gerne die Patientenschauspielerin wieder. In 7 Minuten kann man eine Menge Unsinn erzählen, wie wir in dieser Sendung sehr genau wissen. Andreas Nie schreibt, liebes Ferngesprächsteam, könnt ihr erklären, was die STIKO-Empfehlung für den Versicherungsschutz bedeutet, also in Deutschland? Viele haben hier Probleme beim Hausarzt, eine vierte Impfung zu bekommen. Muss der Arzt bei Folgewirkungen die Kosten tragen oder sogar ich als Patient? Was ist das denn? Was? Wenn der Hausarzt eine vierte Impfung macht, ob er dann schuld ist oder was? Es geht um die Haftungsfrage. Das ist ja das Einzige, was überhaupt in die Frage kommt. Und soweit ich informiert bin, jetzt müsste ich aber auch nachgucken, ich weiß nicht, ob du da tiefer bist, oder vielleicht kannst du mal googeln. Also bisher war es so, dass er explizit Ärztinnen und Ärzte aus der Haftung herausgenommen wurde und das Land Deutschland in der Haftungspflicht waren im Rahmen der Corona-Pandemie. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, ob es aktuell dann eine Veränderung gab. Mhm. Grundsätzlich ist es aber nicht so, dass die STIKO-Empfehlung hat erstmal keine rechtlich bindende Komponente. Also man kann sich als Patient auch wissentlich über eine STIKO-Empfehlung hinwegsetzen. Mhm. Weiß nicht, hast du gerade was gefunden? Okay. Also grundsätzlich muss man unterscheiden. Also das wird häufig durcheinander geschmissen. Das tun offensichtlich auch Ärzte, dass sie das durcheinander schmeißen. Ob etwas nicht von der STIKO empfohlen ist oder ob etwas nicht in der Indikation ist. Das ist was den Arzt betrifft. Also wenn der Arzt etwas verschreibt, wofür das Arzneimittel nicht der Impfstoff für eine Patientengruppe verwendet, für die er nicht zugelassen ist. Wenn er zum Beispiel in der Zeit, als es nur zugelassene Impfstoffe für Erwachsene gab, die für Kinder eingesetzt hat. Das ist ein Off-Label-Use und das kann für den Arzt ein Versicherungsproblem sein. Verstehe. Wenn er nicht empfohlen ist, dann hat das in erster Linie eine rechtliche Konsequenz für den Patienten, weil es, wenn es keine empfohlene Impfung ist, man keinen Versorgungsanspruch wegen eines Impfstoffs, wegen eines Impfschadens geltend machen kann. Nach dieser Impfschadensregelung. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Mhm. Also da das Infektionsschutzgesetz sieht eben vor, dass man, wenn man wegen einer empfohlenen Impfung einen Impfschaden hat, dass da sozusagen der Staat dann einspringt und man nicht irgendwie im Klageweg gegen irgendjemanden vorgehen muss, um da was zu kriegen. Das ist das Problem natürlich, dass wir in unserer Altersgruppe im Grunde genommen nicht für eine vierte Impfung vorgesehen sind. Das ist das, was du jetzt gerade gesagt hast. Sie wird nicht empfohlen. Das heißt, da muss man immer so ein bisschen verhandeln. Und Impfzentren zum Beispiel, das lief gerade auch durch den Chat, ich habe es kurz aus dem halben Auge gesehen, da wird relativ streng darauf geachtet oder wurde anfänglich relativ streng darauf geachtet, dass die STIKO-Empfehlungen umgesetzt wurden. Das war aber auch noch aus einer Zeit, wo man wenig Impfstoff hatte, wo man auch das sicherstellen wollte. Ich sag mal so, typischerweise sollte man mit seinem Hausarzt das ausargumentieren können. Wenn jetzt der Hausarzt aber sagt, passen Sie auf, Herr Waschkau, in Ihrem Gesundheitszustand würde ich Ihnen dringend davon abraten, die vierte Impfung zu geben, weil ich bei Ihnen einen Bluthochdruck, was auch immer, wie auch immer jetzt festgestellt habe, das würde ich jetzt mal nicht machen. Dann sollte man vielleicht da auch drauf hören. Ansonsten, wenn der nur sagt, nee, STIKO sagt das nicht, dann sollte man da durchaus weiter drauf bohren. Oder woanders hingehen. Genau. Apropos woanders hingehen. Sophia Krapweis ist im Chat. Tada! Und sie schrieb, die Neurologin, also vor kurzem war sie bei einer Neurologin, erklärte mir, Pacing sei Quatsch. Sie machte sich lustig über diese Rollstuhlfahrer, die jetzt durch die Talkshows tingeln, und erklärte abschließend, bei mir seien das bestimmt die Wechseljahre.
Ja, so habe ich auch geschaut. Ne? Oh, schön. Da ist mal wieder der Klassiker. Also Sophia hat leider mit Ärzten auch jetzt nicht so das allergrößte Glück. Aber also das ist ja. Mhm. Also es ist natürlich bedauerlich, dass hier so, also anders. ÄrzteInnen sind Menschen. Und die haben auch Meinungen. Und ja, ÄrzteInnen sind meistens gar keine guten WissenschaftlerInnen. Das muss man auch mal sagen. Warum ist das so? Weil das Medizinstudium, so wie es vermittelt wird nach wie vor bei uns hier im deutschsprachigen Raum, im Grunde kein wissenschaftliches Studium ist. Mhm. Ja, hier geht es ja aber nicht darum, ob sie Wissenschaftler sind. Hier geht es ja darum, ob sie... Das Problem ist, ja. Worauf ich jetzt hinaus will, wenn du so nicht ausgebildet wirst, ist dein Handeln häufig auch von Meinungen geprägt. Mhm. Und wenn jetzt diese Neurologin meint, Long-Covid, das ist alles Quatsch, das sind alles psychosomatische Dinge, also entweder eine Depression oder hormonelle Belastungen wegen Wechseljahren oder irgend so einem Unsinn, dann ist es der jetzt schwierig beizukommen und zu sagen, wissen Sie, gucken Sie mal auf die internationale Literatur, es gibt schon Hinweise darauf, dass es dieses Erkrankungsbild von Long-Covid gibt, weil aber man damit... Sagt sie, Long-Covid gibt es nicht oder sagt sie, Pacing hilft nicht? Naja, sie hat ja nur gerade gesagt, wenn die Rollstuhlfahrer durch die Tagesschau tingeln, das klingt ja, jetzt ja nicht so, als ob sie das Krankheitsbild... Zitat, also das hat Sophia mir genau so erzählt, als sie von dem Termin zurückkam. Achso, ich habe es interpretiert, als sie tingeln jetzt im Rollstuhl herum, weil mir gesagt hat, Pacing und Pacing wird nichts nutzen. Nein, sondern Leute, die sich das einbilden, haben jetzt die Möglichkeit, sich in Rollstühle zu setzen und durch Talkshows zu tingeln. So ist das gemeint. Und es gibt durchaus auch... Aber das Sophia geht es besser, wenn sie Pacing betreibt. Ja. Dann soll sie es natürlich machen. Aber ja. Worauf ich ganz kurz, also worauf ich noch hinaus wollte, ist, dass es auch jetzt wirklich Kongresse gibt zum Thema Long-Covid, wo es dann auch Leute gibt, die wirklich aktuelle wissenschaftliche Literatur dazu präsentieren, sich das anschauen, den aktuellen Forschungsstand geben. Und da habe ich mehrere Berichte gelesen, wo dann so ein Kongresspublikum anfängt zu lachen, aufzustehen, rausgeht. Was? Und das nicht ernst nimmt. Das heißt, hier müssen wir natürlich auch noch bewirken. Das können jetzt wir im Ferngespräch nur so bedingt. Aber generell muss man natürlich auch dahin kommen, dass nun Covid als Erkrankungsbild ernst genommen wird. Und natürlich ist eine Ärztekongresse waren. Müsste ich jetzt in Details gucken. Also das ist schon. Also in der wissenschaftlichen Literatur ist es völlig außer Frage, dass das ein Phänomen ist. Ja. Es ist halt schwer. Es ist schlecht definiert. Das muss man sagen. Genau. Es ist auch schlecht definierbar. Scheint mir. Aber jede Arbeit, die ich kenne, die ist irgendwie definiert, egal ob sie sich jetzt an die WHO-Definition halten. Du liest aber auch Arbeiten. Den Effekt. Genau, ja, du das ist auch ja Arbeiten. Der Unterschied. Du sitzt nicht beim Hausärzte-Stammtisch, wo 10 Hausärzte vom Dorf beieinander sitzen und alle sind sich einig, das gibt's nicht, hat es früher auch nicht gegeben, das geht auch wieder weg, sollen sich mal nicht so anstrengen. Ich möchte der Ärzteschaft gar nichts Böses, aber wir müssen uns ein bisschen davon freimachen, dass das ein hochwissenschaftlicher Bereich ist. Da müssen wir dran arbeiten, dass das ernst genommen wird. Und deswegen ist so wissenschaftliche Literatur total wichtig. Das muss kommuniziert werden. Und es ist ja immer dann schwierig, wenn du keine Wenn-Dann-Regeln hast. Deswegen ist ja auch so die Psychotherapie immer noch so schwierig, weil jede Depression irgendwie auch anders ist. Da gibt es auch große Übereinstimmungen. Man kann die prima diagnostizieren, wenn man es kann. Ja, depressive Patienten können entweder gar nicht schlafen oder schlafen nur noch. Sind aber beide an Depressionen erkrankt. Und das musst du aber wissen und hinkriegen. Und wenn du das nicht so ganz einfach hinbekommst, hast du Probleme, wenn du da nicht ausgebildet wirst. Und bei Long-Covid ist eben genauso. Ich habe es ja gerade schon beschrieben. Wir haben die Menschen, die wirklich gar nicht mehr leistungsfähig sind, begrenzt leistungsfähig. Dann haben wir Einschränkungen in verschiedenen Bereichen des Lebens. Das ist nicht eine Krankheit. Wenn du dich mit Long-Covid auskennst, musst du dich mit, weiß ich, 15 Formen und dann auch in der Ausprägung. Und über die Zeit verändert sich das. Und möglicherweise noch unterschiedliche Ursachen. Genau. Das ist halt extrem Alexa, schwierig. Alexa, was geht in deinem Kopf? Was ist da gerade alles so böse? Ja, nein, nicht böse, Nein, du guckst überhaupt nicht böse, sondern es sieht also aus, als würde das laute Geräusche machen in deinem Kopf und versuchst irgendwie hinterherzukommen. Ich stelle mir die ganze Zeit diese Szene vor, wie bei einem ÄrztInnenkongress da Menschen aufstehen und den Raum verlassen, weil über Long-Covid gesprochen wird. Das ist für mich symptomatisch für so eine Verweigerungshaltung, so eine Realitätsverweigerung, die wir in ganz vielen Bereichen im Moment, nicht bei der Mehrheit, aber bei einzelnen Menschen doch haben. Und ich befürchte, dass noch bevor alle
realisieren aufgrund von Daten, dass es dieses Phänomen gibt. Ähnlich wie bei der Klimakatastrophe werden wir die konkreten Auswirkungen sowieso zu spüren kriegen. Und die werden dann so konkret sein, dass wir ohnehin handeln müssen. Ob wir das jetzt realisieren, dass das so ist, dass das existiert oder nicht, das wird dann gar nicht mehr die Frage sein, weil wir dann konkrete Probleme lösen müssen. Ich befürchte nämlich auch, dass Long-Covid und die Folgen der Pandemie auch auf die Gesellschaft und auf die Wirtschaft und auf die Gesundheitsversorgung so konkrete Auswirkungen haben werden, dass wir die dann ohnehin angehen und lösen müssen, diese Probleme. Und dann klar muss man natürlich Forschung betreiben weiter und dieses Phänomen besser zu packen kriegen, aber wir werden wahrscheinlich währenddessen schon die Folgen dieses Problems lösen müssen. Ich finde, die Vergleich mit der Klimakatastrophe oder dem Klimawandel finde ich wirklich brillant. Gerade dieses Bild von Leute stehen auf und gehen. Ich muss die Ärzteschaft ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, ich habe auch gesagt, das ist nicht die Mehrheit. Entschuldige, Alexa. Ich wäre zum ersten Mal von Ärzten, die abstreiten würden, dass Long-Covid existiert. Ich glaube natürlich, dass das irgendwo passiert ist. Aber ich kenne Ärzte, die bauen gerade Long-Covid-Stationen auf. Ich kenne Ärzte, die diskutieren darüber. Ich glaube, das sind ein paar Leute kurz vor der Rente, die gesagt haben, das hat es doch nicht. Nein, es gibt einfach, wer hat gesagt, Ärzte sind auch Menschen, der Alexander. Ja, und unter den Menschen gibt es halt. Also den Prozentsatz an Ärzten, der behauptet, es gäbe Long-Covid als Phänomen nicht. Zumindest in Österreich würde ich auch deutlich unter. Ja, gut, aber dann gibt das. Aber ich sage nur gerade, wenn du sagst Wissenschaftlichkeit und so, guck dir das Thema Homöopathie an. Ja. Ja. Man muss aber natürlich auch sagen, Alexander, deine Anforderungen, die du jetzt an die Ärzte formuliert hast, also ich finde das alles wünschenswert. Also ich finde das erstmal wünschenswert, dass Ärzte wissenschaftlicher denken und wissenschaftlicher auf Stand sind. Man muss natürlich auf der einen Seite sagen, wenn die Ärzte ihre Fortbildungspunkte nutzen sollen, um deine Kurse in Patientenkommunikation, die du jetzt als nächstes anbietest, zu besuchen, was sie hoffentlich tun würden, dann bilden sie sich natürlich nicht in ihrem Fach weiter in der Zwischenzeit. Es wäre natürlich schon sehr wünschenswert, dass sie sich vielleicht weniger in Bereichen wie Homöopathie weiterbilden. Aber so. Das hat ja alles seine Grenzen. Also wir können natürlich auf die Ärzteausbildung nicht und auf die Ärztefortbildung nicht beliebig draufsatteln. Wir müssen dann auch nicht irgendwie beliebig sagen, was... Kurs. Lass uns ganz kurz, da gehe ich ganz kurz ins Detail hinein. Also Kommunikation wird auch mit Punkten versehen. Also das kann man alles anerkennen lassen. Das würde ich dann natürlich auch tun durch die Bayerische Landesärztekammer. Oh. Aber worauf ich hinaus wollte oder hinaus möchte, ist, dass ja im Grunde genommen diese ganze Thematik und auch die Kommunikation, der Umgang mit Patienten im Grunde genommen gerade hier in einem Wandel ist. Und da müssen wir uns mal angucken, wie in der Schweiz das zweite Staatsexamen abgenommen wird. Also in Deutschland sind das ja alles sehr langfristige Prüfungen, wo du vor so einer Prüfungskommission sitzt und dann eine Prüfung abhältst. In der Schweiz ist es so, dass du in ein Gebäude kommst und dann hast du vor dir, ich glaube, es sind 8 oder 10 Patienten, die du behandeln musst. Das sind Schauspielertrainierte, da stehen Geräte, da werden Werte simuliert und dann ist das Staatsexamen, dass du 8 Patienten behandeln musst. Und der eine hat einen Herzinfarkt, der eine ist zuckerkrank, der dritte hat gar nichts und möchte nur einfach nur krankgeschrieben werden und das musst du lernen. Und da sitzen überall Prüfer, die das beurteilen, wie du sprichst, wie du kommunizierst, ob du die richtigen Diagnosen stellst, ob du sparsam die Mittel des Gesundheitssystems anwendest. Und das ist die Abschlussprüfung. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Du musst das ganze theoretische Wissen der Medizin natürlich haben, aber du hast da Schauspieler, die auf dich reagieren. Und wenn du mit denen scheiße umgehst, dann reagieren die Schauspieler entsprechend auf dich und sagen, das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber sind jetzt die Leute in der Schweiz glücklicher und gesünder deswegen? Hoffentlich. Also sagen wir mal so, dass die Schweiz ist nicht das einzige Land, ist aber ein deutschsprachiges Land, das ist es in anderen Ländern auch und es ist gerade dabei, dass das Medizinstudium zumindest in Deutschland in diese Richtung verwandelt werden soll. Es gibt Bestrebungen, weil man jetzt irgendwann sieht, es reicht nicht mehr, sondern dieses alte Bild des Trichters, der in den Kopf gesteckt wird, dann wird Wissen reingestampft und dann ist gut, sondern es geht eben auch um die Soft Skills, die erlernt werden müssen. Ich glaube, bei mir in der Schule war der Trichter verkehrt rum. Ich glaube, es gilt insgesamt schon das Schweizer Gesundheitssystem zumindest mal als besser finanziert und als in vielen Dingen ein bisschen entspannter und stabiler als das Deutsche. Also es ist ja nicht umsonst so, dass ganz gerne deutsche Ärzte auch zum Arbeiten in die Schweiz gehen. Die Granny_Clou schreibt,
Ich hatte Anfang 2020 eine heftige Grippe. Ob es Covid war, ist nicht nachweisbar. Ich habe seither starke Erschöpfungszustände. Ich kann keinen Sport mehr treiben und so weiter. Mich nimmt kein Arzt ernst, da ich kurz darauf meinen Sohn verloren habe. Um Gottes Willen. Puh, und seither eine schwere Depression habe, die auch medikamentös behandelt wird. Egal bei welchem Arzt ich bisher war, es ist immer psychisch. Das macht mir das Leben nicht einfacher. Das tut mir wahnsinnig leid. Erstens mal ganz furchtbar und zweitens, ich verstehe absolut das Problem. Boah, meine Fresse. Puh. Und da nützt eben nur Ausbildung, Weiterbildung. Ja. Das muss reingetragen werden. Aber das ist bei einer neuen Erkrankung nochmal auch nicht so einfach. Und da haben wir offensichtlich dann eine Depression, die komorbide, sagt man ja, mit Long-Covid unter Umständen ist. Komorbide, was ist das Wort? Wenn mehrere Erkrankungen zeitgleich auftreten, wo du dann ja auch gucken musst, was ist denn jetzt erstmal das Wesentliche, was behandelt werden muss. Also das macht es ja dann nochmal schwieriger und macht es auch verständlich, dass man sagt, um Gottes Willen, was gehe ich denn jetzt therapeutisch als erstes an und wie kriege ich das eine von dem anderen getrennt, weil natürlich bei einer Depression auch eine körperliche Verlangsamung auch stattfinden kann. Also das zeigt halt, wie schwierig es einfach nur ist. Und da muss man einfach super für ausgebildet sein. Long-Covid wird ein Thema sein, was uns auch lange beschäftigen wird. Haha. Wegen Long, gell? Ja, ja. Sophia schreibt, man kann auch Long-Covid und Depression haben. Ich kann mir auch einen Arm brechen, wenn ich eine Blinddarmentzündung habe. Ist völlig richtig. Ja. Aber man kann auch wegen Long-Covid eine Depression entwickeln, glaube ich. Oder zumindest kann es das sozusagen über die Schwelle bringen, wo es einer therapeutischen Unterstützung bedarf. Ja, oder genau. Es kann dir trotzdem helfen, während Long-Covid, wenn du depressiv wärst, dass dir mit der Depression geholfen wird. Ja, genau. Ja, weil also du kannst auch, das ist ja trotzdem, wenn du eine Blinddarmentzündung hast, wäre es trotzdem schön, wenn man auch den Arm vielleicht eingipsen würde. Ne? Da sagt man ja nicht, ja, jetzt haben sie ja eine Blinddarmentzündung, das mit dem Arm ist ja im Vergleich jetzt nicht so das Problem. Tut weh? Naja, aber Blinddarmentzündung können sie ja sterben. Also, das ist ja alles sehr unerfreulich. Was ist denn erfreulich? Diese Pause macht mir große Sorgen. Martins Glaube an die Medizin und meine schlechte Sicht auf die Dinge. Ja. Hört auf Martin, hört nicht auf mich. Ich bin ein alter, zorniger Mann. Es gibt ganz viele tolle Ärztinnen und Ärzte. Ja, natürlich. Das ist doch eh klar. Und Sophia schreibt gerade, was nicht hilft, ist, wenn man ständig gesagt bekommt, dass man nur Depressionen habe, aber keinen Long-Covid. Das ist völlig klar. Ach Gott, es ist echt so tough. Also ich glaube, es ist wirklich viel einfach aus der Situation heraus jetzt zu deppern in der Behandlung, dass die Ärzte halt nicht wissen, was sie mit Long-Covid machen sollen. Ja. Genau. Und das dann vielleicht auch unter Umständen, weil sie eben noch nicht in Alexanders Training waren, ungeschickt rüberbringen. Alexander, naja, du hast einiges vor. Und was wir auch noch haben, ist natürlich, dass wir immer noch den, und das auch das muss man kritisieren, und das tue ich als Psychologe seit vielen, vielen Jahren, werde das wahrscheinlich auch bis zu meinem Renteneintrittsalter und darüber hinaus tun, dass wir natürlich generell sowieso schon ein Problem damit haben, was psychische Erkrankungen angeht. Also jemand mit einer Depression wird ja auch zum Teil im ärztlichen Kontext, also das will ich nicht sagen. Also wenn ja stigmatisiert, inzwischen ist es schon so weit, dass man in der Medizin sagt, okay, Depression ist eine ernste Erkrankung, die behandelt werden muss. Aber sobald wir so in den Bereich der psychosomatischen Erkrankungen reingehen, also jemand, der immer Rückenschmerzen hat, aber der Rücken ist eigentlich gesund, dann sagt man, ja gut, dann bildet er sich das halt ein. Da müssen wir auch nochmal nachlegen. Und jetzt haben wir eine Erkrankung, die so wirkt, unter Umständen, wie irgendwas Eingebildetes. Mhm. Und dass das dann nicht ernst genommen wird, das ist halt einfach dramatisch, weil der Leidensdruck natürlich immens groß ist von Menschen, die ja im Grunde genommen aus ihrem Leben erstmal rausgenommen werden. Mhm. Du wirst herausgenommen, du wirst auf die Ersatzbank gesetzt des Lebens und dann wird gesagt, bleibst erstmal sitzen. Alles, was du vorher gemacht hast, geht jetzt gerade nicht, aber gut. Ja. Ja gut, es ist natürlich so ein bisschen so dieses ärztliche Fachdenken, wo eben auch der Allgemeinmediziner sagt, für Psychosomatik bin ich nicht zuständig, also nehme ich es nicht ernst. Ja, also das ist, also der Allgemeinmediziner ist wenigstens noch für alles Körperliche zuständig, aber dann hört es beim Körperlichen auch irgendwie auf und dann sagt er, naja gut, da ist dann halt der Psychiater. Der soll allerdings, da muss ich aber auch wieder sagen, Holm, weil man das erkannt hat, muss
jeder Facharzt für Allgemeinmedizin inzwischen in Deutschland 50 Stunden psychosomatische Grundversorgung belegen. Ah. Da muss man sich dann wieder darüber fragen, wie gut ist denn so die Qualität von diesen Kursen, die da angeboten wird? Ja, wenn die nicht noch bis nächstes Jahr noch genau. schlecht. Eben, aber wenn der Kurs allein schon nur mal bewirkt, dass jemand sich dann dafür in irgendeiner Weise zuständig fühlt, ist es ja schon. Ja. Also ich meine, der Punkt ist halt, wenn du zum Urologen kommst und der Urologe stellt fest, deine Prostata-Beschwerden sind wahrscheinlich psychosomatisch, dann ist er natürlich auch mit seinem Latein am Ende, ja. Und dann wird sehr schnell der Eindruck entstehen, dass er das nicht ernst nimmt, weil das schlichtweg was ist, was er nicht behandeln kann. Ja. Also das, und dann haben wir noch so einen Gesundheits- ich kann gerade nicht ganz folgen. Ist es jetzt, kritisiert sie gerade Ärzte, wenn sie diagnostizieren, das ist Psychosomatik, bitte gehen Sie in Behandlung und Therapie. Nee, wir versuchen eigentlich nur festzumachen, wo da das Problem liegt. Weil also die Problemfelder. Die Schwierigkeit ist halt, oft sind Dinge halt psychosomatisch. Natürlich. Und dann ist das Richtige zu sagen, dass, aber das heißt ja nicht zwangsläufig, also wenn ein Arzt sagt, das ist psychosomatisch, dann heißt es ja nicht automatisch, dass er das nicht ernst nimmt oder wie es jetzt. Es ist aber ein. Weil dann wäre die richtige Diagnose, wäre dann psychosomatisch und hier haben sie eine Therapie oder hier haben sie. Ja. Es ist ja nicht synonym mit nicht ernst nehmen. Jetzt, also man schickt ja die Leute in Psychosomatik in der Ausbildung. Aber es kommt natürlich noch dazu, was der Patient dann aufnimmt. Ja, oder wahrnimmt. Ja, aber das Klischee ist genau halt das. Man muss halt richtig vermitteln, wenn ja, man das die ist, das ist genau der Punkt. Psychomatischen Erkrankung steht. Genau. Und du hast das große Problem, dass das nichts mit Brut zu tun hat, sondern dass sowas halt vorkommt und behandelbar sein kann. Und dann hast du als nächstes Problem natürlich ja bei uns, zumindest im deutschen Gesundheitssystem, dass du im Grunde genommen entweder du hast so eine Spezialausbildung zur psychosomatischen Versorgung, die musst du nämlich dann auch nochmal machen, oder du kannst solche Patienten auf deine eigenen Kosten behandeln. Ja. Also selbst wenn du das wolltest und könntest, weil dir das keiner bezahlt. Und wenn du dann sagst, das ist jetzt psychosomatisch und tatsächlich müssen sie, ich empfehle ihnen jetzt hier, dass sie eine Therapie in dem Fall jetzt auch besuchen, weil das für sie total hilfreich wäre, dann gehen die Patienten los und PatientInnen und dann warten sie halt erstmal ein Jahr im schlimmsten Fall, bis sie dafür eine Behandlung bekommen. Also das ist auch so ein Problem, dass du, also diejenigen, die es gut diagnostizieren und sagen, klar, das nehme ich jetzt auch ernst, haben dann das Problem, dass sie es eigentlich nicht behandeln können oder sie machen Überstunden im Grunde genommen, weil sie das nicht von der Krankenkasse bezahlt bekommen. Und das führt häufig dazu, dass es dann auch so ein Bäh. Also ich weiß, dass es aus Sicht des Patienten, der Patientin immer klingt wie Verarsche, wenn man mit einem Problem kommt und der Arzt diagnostiziert, das wäre psychosomatisch. Ich weiß nicht, ob man da rauskommt. Bei mir nach war das unserem auch Training schon, nicht mehr, weil da kann das vermitteln. Bei mir war das auch schon der Fall. Und ich war überzeugt, dass dieses nicht, und ich glaube es bis heute. Aber also, natürlich. Aber ich hatte das Gefühl, auch wenn der Arzt sie bemüht, ist man trotzdem mit der Diagnose sehr unzufrieden, weil man als Patient, weil es nicht konkret ist. Ich will hören, hat das gesehen im MRT, das gibt es ja. Genau. Und dann fühle ich mich ernst genommen, wenn er sagt, ich glaube, das ist psychosomatisch, auch wenn es noch so gut vermittelt, ich habe trotzdem das Gefühl, der Arzt verarscht mich und glaubt, ich bilde mir das ein. Aber ich weiß gar nicht, ob das so sehr am Arzt liegt oder vielleicht auch an mir, Patient, dass es einfach nicht das ist, was ich hören wollte, weil er da nicht irgendwas rausschneiden kann und dann ist wieder gut. Aber ich glaube, das kann man relativ gut in die Kommunikation mit einbeziehen. Also du kannst ja schon versuchen, dich in die Patientinnen, Patienten hineinzuversetzen und auch in die Erwartungshaltung, die mitbringen. Die gehen dahin mit körperlichen Symptomen. Die haben die Hoffnung, also vielleicht glauben sie es nicht mal konkret, aber sie hoffen, dass es irgendwie ein Medikament XY gibt, das kriegen sie verschrieben. Das nehmen sie und dann geht es ihnen besser. So, das ist die Erwartungshaltung. Jetzt gehen sie in das Gespräch und hören, das könnte etwas Psychosomatisches sein, was gleichbedeutend ist, damit sich sehr, sehr aufwendig und mit sehr, sehr viel Wartezeit und Frust eine Therapie zu suchen. Und dann geht die, wenn man diese Riesenhürde mal überwunden hat, dann geht die eigentliche Arbeit ja richtig los.
erst. Denn dann musst du eben diese Gesprächstherapie machen, musst lernen, damit umzugehen. Ja, gut, auch das gewisse Dinge. Genau, und das ist natürlich noch nicht. Aber, nee, aber das läuft dieser Erwartungshaltung unter Umständen so zuwider. Das heißt, du musst sehr, sehr also es ist eine große Herausforderung, das dann so zu kommunizieren als Ärztin, als Arzt, dass du die Patientin, den Patienten mitnimmst und das dann sozusagen so verkaufst, als wäre das jetzt die Hilfe, die sie brauchen. Aber Alexa, was man vielleicht machen könnte, ist, dass man sagt, dass man es irgendwie so formuliert, so ein bisschen tricky, ja, dass man so sagt, es wäre möglich, dass das psychosomatisch ist, wir probieren trotzdem noch drei andere Dinge aus, weißt? Und weil ich glaube, zwangsläufig ist es immer eine Enttäuschung, wenn man diese Diagnose hört, psychosomatisch, unabhängig davon, ob es die richtige Diagnose ist, was es sicher in vielen Fällen ist, oder eine Fehldiagnose. Ich verstehe nicht, warum man nicht den Satz, den du selber gesagt hast, als Arzt sagen kann, dass man sagt, ich weiß aus Erfahrung, viele PatientInnen haben die Schwierigkeit, dass wenn sie hören, es ist psychosomatisch, dass sie sofort das Gefühl haben, ich fühle mich jetzt hier nicht ernst genommen oder ach, das ist ja gar nicht mehr und bla bla bla. Ich kann Ihnen versichern, das ist nicht der Fall. Ja, also ich meine, wenn man so offen kommunizieren würde, dann genau so wie du sagst und den Menschen da abholt, wie Alexa sagt, den Menschen da abholt, wo die Unsicherheit ist, wenn man dem Martin Motter damals gesagt hätte, ich kann mir gut vorstellen, dass Sie jetzt dieses Gefühl XY haben. Ich erkläre Ihnen, da sind Sie nicht alleine damit. Trotzdem möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Darf ich mal was ganz Positives, Tolles sagen? Ich habe ja längere Zeit an Alexanders Institut in Lübeck diese OSCEs mitgemacht. Das heißt, diese Prüfungssituationen, wo die Studentinnen tatsächlich Schauspielpatienten sehen müssen und dann diagnostizieren müssen. Und ich habe da eine Patientin mit Depressionen gespielt, die in die Praxis gekommen ist, weil sie immer so müde ist. Halt dein Wort mal ganz kurz fest. Ich erkläre es gerade. OSCE steht für Objective Structured Clinical Examination. Also das sind genau diese Prüfungsszenarien, wo ein Schauspieler einen Patienten spielt und du musst keine Fragen beantworten, du musst einen Patienten behandeln. Nicht zu verwechseln mit OSCE. Von den ganzen jungen Leuten, ich habe das so oft genauso kommuniziert gekriegt in dem Gespräch. Das ist echt super. Das könnte jetzt was Physisches sein, wir machen jetzt mal ein paar Tests. Super. Aber es könnte natürlich auch sein, dass es das und das ist. Deshalb würde ich Ihnen empfehlen, so und so und gucken Sie mal. Und wir sehen uns dann wieder und so weiter und so fort. Dann gehen wir andere Wege. Also die haben das wirklich sehr, sehr offen, sehr, sehr zugewandt. Also gibt es Hoffnung. Sehr, sehr die Ausbildung ändert sich in dem Bereich. Und das ganze Geschimpfe ist natürlich, weil wir natürlich sehen, wie man es besser macht in der Ausbildung. Das ändert sich jetzt ja auch gerade in der Medizin. Und ich muss noch mal kurz nachlegen, das ist ja übrigens das Verführerische, Martin, dass wenn die Apparatemedizin dann noch versagt hat, und dann kommt ja wieder diese Kack-Zuckerkugel ins Spiel, weil man dann das Gefühl hat, hier nimmst du was, dann geht es weg. Einfach damit du was geben kannst. Und das ist ja auch dieses Mechanistische, was wir nach wie vor haben, dass wir sagen, der Körper ist eine Maschine und irgendwie, wenn der Dampf nicht richtig läuft, dann muss er einmal durch Püstern mit ihr. Und so, wir sind halt einfach deutlich komplexer. Und das ist so ein Problem, dass wir selber auch die Erwartung haben, irgendwas muss es doch geben. Und das macht ja auch gerade diese ganzen beknackten pseudomedizinischen Behandlungsmethoden so verführerisch. Weil da gibt es immer noch irgendwen, der sagt, die Klangschale dreimal am Tag anschlagen und zack, ist der Rücken wieder befreit oder sonst irgendwas. Das macht es halt verführerisch, weil es das irgendwo anders hin verlagert. Aber oft ist halt auch wirklich etwas Mechanistisches zugrunde liegend, was wir aber einfach nicht erkennen. Also bei Long-Covid ist ja offensichtlich so, dass dein... Ach so, wir reden ja über Corona. Ja, richtig. Dass dein Mechanismus ist, der das verursacht, den wir aber nicht sehen. Ja. Und das ist gemein. Und ich hoffe, wir sehen. Die Forschung wird ihn finden. Ich bin da ganz fest von überzeugt. Ich fürchte, es wird dauern. Ich habe was Positives. Leuban Tofu schreibt, ich habe heute gelernt, dass zumindest in Österreich alles supi läuft. Finde ich erfreulich. Außer in der Politik. Ich muss ganz kurz nicht nach Österreich gehen. Politisch. Da habe ich schon lange nicht mehr wieso, was ist los bei uns? Ja, schon länger. Und jemand anders, warte mal, da war noch was. Kunsthirn hat geschrieben, was gut ist. Ich habe die Glühweinsaison eröffnet. Cheers. Prost auch von uns. Ja, also wie gesagt, ich glaube tatsächlich, wir sind da halt einfach an dem Thema jetzt noch dran mit dem Long-Covid. Und wir sind einfach jetzt dran gewöhnt, dass die letzten 2,5 Jahre wir sozusagen medizinische und pharmazeutische Forschung in so einem Zeitraffer miterlebt haben. In 6-Monats-Schritten. Also neue Arzneimittel in 6 Monaten durch Präklinik und 3 klinische Phasen durchgeprügelt wurden. Und
und praktisch unbegrenzt Geld dafür zur Verfügung stand. Das war und schön. Das ist halt, jetzt sind wir halt wieder mehr, ja, aber das lag natürlich auch so ein bisschen daran, dass man ganz viel aus dem Köcher ziehen konnte, weil das alles schon mal vorbereitet war für den Fall, dass wir irgendwann eine Pandemie haben. Und ja. Wir haben halt nichts im Köcher für den Fall, dass wir irgendwann eine chronische Folgeerkrankung nach einem Atemwegsinfekt haben, sondern wir sehen einfach jetzt, dass dieses Problem, was ja auch eine Weile gebraucht hat, bis es sich so weit manifestiert hatte, dass man halt wirklich erkennen konnte, was ist denn das eigentlich? Ist das jetzt ein Krankheitsbild? Sind das mehrere? Und dann ist halt jetzt die Forschung da dran. Und das ist natürlich scheiße für die Leute, die es jetzt haben. Aber ich glaube schon, dass wir da Fortschritte machen werden in der Therapie, in der medikamentösen und auch in der sonstigen Therapie. Da geht aber auch ganz viel Diagnostik noch mit rein bei der Frage schlichtweg, was verursacht das eigentlich? Ja. Es wird einfach ein bisschen dauern, da werden wir nicht drum rumkommen. Ja. Es kommen hier wie gesagt, so ein paar, das ist für die Leute, die es jetzt haben, halt nicht wahnsinnig tröstlich, das ist schon klar. Es kommen ja doch auch so ein paar positive Dinge, wie zum Beispiel von Böller im Sommer. Das ist doch auch positiv, wenn man denkt, die Politik hier in Deutschland spinnt und dann guckt man kurz rüber nach Österreich. Der Abwärtsvergleich ist mal ganz wichtig, wenn man irgendwo noch was findet, wo es noch schlimmer ist. Ich werde jetzt mal die Online-Zeitung aufmachen. Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Nee, ist mehr so ein... Haben wir schon wieder eine neue Regierung? Nein. Haben wir schon gefreut. Haben wir schon wieder aber eine neue Martin, Regierung? Wir lernen von dir eine gute Herangehensweise an diese Themen. Ignoranz kann hilfreich sein. Genau. Also, außerdem, was positiv war, ist da tatsächlich, obwohl es natürlich ein trauriger Anlass ist, wir haben Preise bekommen. Da habe ich mich gefreut drüber. Darf ich das einfach so sagen? Ich hab jetzt gerade? Nein, nicht. Warte, ich gucke gerade die Presse. Nein, aber für diese Hashtag Europa gegen Covid-19-Geschichte ja. Wurden wir ja zusammen mit dieser Initiative ausgezeichnet. Mit dem EESCEUCSP 2021. Der EU Civil Solidarity Prize genau. ist verliehen worden an die Kampagne Europa gegen Covid-19. Genau. Und der Kaiser-Maximilians-Preis 2021 in Tirol, der ging auch an Europa gegen Covid-19 und somit auch an uns als Teil. Da habe ich mich wirklich, wirklich ganz arg gefreut. Und Martin, du kriegst ja jede Woche einen Preis zurzeit, gell? Ja, inzwischen ist das so. Das also abwechselnd mit Florian, glaube ich. Was? Bitte was? Ja, du kriegst doch dauernd Preise. Ja. Abwechselnd mit Florian. Immer eine Woche Florian ein und dann eine Woche später kriegst du einen. Ich krieg langsam das Gefühl, ja, dass man das nach Österreich gehen muss, um Preise zu kriegen. Früher ging man nach Österreich, um Titel zu kriegen. Oder zumindest, um mit Titeln angesprochen ja, zu werden. Ja, also Sophia sagt immer, sie wäre so gerne Frau Geheimrat. Aber das gibt es leider nicht mehr. Das gibt, den Geheimrat gibt es leider nicht mehr. Wenn der Herr der Geheimrat sagt, mir ein Ticket. Ja, die haben wir schon. Bitte hier. Ja, also, wenn es da noch geht. Die sind fast schon Nussecken hier oben. Was, der Hollen will nach Österreich? Wieso das jetzt? Wie kommt der da drauf? Weil er Preise haben will, hat er doch gerade so, gesagt. Ja. Und Sippe die Bibop schreibt, Frauke Heimrat? Das finde ich auch nicht schlecht. Frauke Heimrat. Stell dir mal vor, die Frauke Heimrat heißt Frauke Heimrat und ist die Frauke Heimrat. Sagen Sie mal die Frauke Heimrat, Frauke Heimrat. Und was wir sagen können und sollen, ist, dass das ja hier dieses Ferngespräch das letzte aus der Kampagne Europa gegen Covid-19 stimmt, ist. Stimmt, richtig, genau. Die Kampagne endet jetzt sozusagen, aber... Ach, dann ist die Pandemie vorbei. Das ja. Genau, das ist jetzt genau. Eigentlich der Punkt. Ich wollte jetzt gerade die Brücke bauen und wollte sagen, wir können es gerne... Gerne im Frühjahr dann nochmal da wieder drüber unterhalten. Bei der nächsten Pandemie. Mit Corona ist jetzt wirklich vorbei. Haha. Teil 2, 3, 4, 5. Und dann werden wir auch den Carsten Watzel mal wieder zu den Impfstoffen auch einladen. Der war leider verhindert. Der wäre gern gekommen, aber das hat terminlich nicht gepasst. Aber können wir nicht nächstes Jahr eine neue Geschichte machen? Hashtag Europa gegen Covid-19 jetzt in echt? Jetzt erst recht. Ich war ja vorher schon echt. Solltest du das einfach mal Nana vorschlagen, die kommt dann schon mit was um die Ecke. Was? Ja, stimmt. Hashtag Europa gegen Covid-19 gefühlt. Echt. Echt betont. Nee. Da soll der Daniel mal wieder Anträge schreiben, dann kriegen wir eine neue Kampagne für die nächsten 10 Jahre. Corona, Europa. Das ist geil. Corona vorbei, Tokyo Drift, der ist richtig weit weg. Alter, hat den jeder in der Runde verstanden? Der ist wirklich nicht schlecht. Der ist wirklich der Hammer. Meine Fresse. Wie viele Teile gibt's von Fast and the Furious mittlerweile?
15? Ich habe sie alle nicht gesehen, aber gefühlt 25, ja. Ich habe den ersten halb gesehen und dann... 9 schreibt Anta. War ganz vage was gesagt. 10. Ah, man ist sich nicht mal einig. Es gibt inzwischen Serien, wo die Staffeln nicht so viele Folgen haben, aber gut. Also das ist so ein bisschen wie wir in der Bumfilm, wenn wir Files benennen oder irgendwie, wenn was fertig ist und man schreibt dann, man nennt das File dann irgendwie Far Out 2022 Einspieler Final. Final. Dann ändert man was und es ist Final. Genau, ja. Dann ändert man es in Final 21.02. und so. Dann heißt es Final 21.02.15.83 Uhr, keine Ahnung. Und dann heißt es irgendwann Final, jetzt endlich fertig, Final. Und es kommt in den Ordner Final. Das kenne ich aber von Unternehmensplanungen genauso. Ja. Und dieser Ordner ist komplett voll und die Sachen werden immer kryptischer und dann irgendwann ist es einfach nur Far Out 2000. Und das ist dann das, was dann fertig ist und das kann man dann hochladen. Und sich dann jemand auf Instagram angucken. Ja. V27. Bei allem Schimpfe haben wir ja immer noch ein sehr gutes Gesundheitssystem. Ich möchte das jetzt noch einmal nachschieben und ich weiß, dass alle ÄrzteInnen, die hier zuschauen, natürlich alle ganz anständig sind. Das, alle ausnahmsweise. Wie heißt es? Sicherheitsweise, wie? Aus, jetzt weiß ich nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wo du ausschließlich war es. Ausschließlich. Ja, also wer das Ferngespräch guckt, ist natürlich total cool und kennt sich aus. Das ist natürlich mein Bruder hat früher, als er klein war, immer sicherhalbsweiser gesagt, statt sicherheitshalber. Sicherhalbsweiser. Und das hat sich so in meinen Kopf eingebrannt, dass ich jedes Mal überlegen muss, ob das jetzt falsch oder richtig ist. Das ist aber auch schön. Sicherheitsweiser, schön, ne? Ich werde auch, glaube ich, nicht mehr die Veteranen von den Veterinären. Das halten wir fest. Ja, da würde ich mal sicherheitsweiser aufpassen, dass du die nicht verwendest. So. Und wir haben das dann mal in eine Pummel-Einhorn-Hörspielfolge eingebaut und ich habe das dem Nico vorgespielt und der hat überhaupt nicht gewusst, was ich meine. Den Gag hat er nicht verstanden. Nö. Ja, hätte ich ihm sicherheitsweiser 20 Mal vorspielen müssen. Kollegin von mir sagt immer zum Beispielsweise und das macht mich wahnsinnig. Oh ja, das wird mich auch wahnsinnig machen. zum Beispielsweise, wenn man da jetzt mal sicherheitsweise einfach Veterinäre statt Veteran sagt. Was war das andere bei der Frauke Heimrat? Ich muss jetzt aufhören. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die lustigen 5. Was machen wir nächste Woche? Warte. So lange bleiben wir noch dran. Martin, erzähl mal was Lustiges. Was sind deine nächsten Videos, die kommen? Repower EU machen wir. Ah! Ja. Ach, was ist das denn? Was heißt Energie, Viva Energie demnächst zukünftig ohne Channeln. Gas und so. Wie kriegen wir das denn hin? Ja, aber das ist Channeln, ja ganz einfach. Aber auf der richtigen Frequenz. Aber das ist doch ganz einfach. Der Holm sagt eine Stunde lang, warum Atomkraft die geilste Scheiße ist und wir versuchen dann in der letzten Zeit noch kurz vielleicht was über Solar zu reden. Und Wind. Dann Lass sagt der Wind Holm, dass das aber im Vergleich zur Atomkraft... So ungefähr lief meine Uni-Vorlesung zur Physik und Technologie der nicht konventionellen Energiegewinnung ab. Oh Gott, ich freue mich schon so wahnsinnig auf nächste Woche. Warte mal, ganz kurz, ich kriege hier noch eine Nachricht von deiner Frau. Richtig, Donnerstag ist das schon wieder, haben wir schon wieder alle bekloppt, Donnerstag. Da können wir dann wieder zeigen, wie man toll kommuniziert, zumindest so, wie wir uns das vorstellen. Genau. Und ob uns das gelingt, könnt ihr dann sehen, wenn Sophia fit genug ist. Wenn Sophia fit genug ist, dann gibt es alle bekloppt am Donnerstag. Genau. Und nächste Woche reden wir dann über... Holm redet über Atomkraft und wir reden über andere Dinge. Das wird lustig. Findest. Okay, ja, wir werden es schwer haben, ne? Das ist nicht so einfach, gegen den Holm da anzuholmen. Aber wir werden es versuchen. Wir sind ja auch gar nicht quasi. Ich bin ja gar nicht gegen Atomkraft, nebenbei bemerkt übrigens. Nein. Ich bin gar nicht dagegen. Ach. Nein. Ach was? Nein. Oh Gott. Bin gar nicht dagegen. Ach was? So per se. Kranke Schwester schreibt, danke für den schönen Abend. Das freut mich sehr, dass du das so empfunden hast. Dann bin ich ja zufrieden. Holmreaktor. Okay. Ja, sicher. Aber generell ein wichtiges Thema, Energiepolitik im Allgemeinen. Also schaltet bitte ein, weil wir wollen natürlich auch ein bisschen die Weltlage da erörtern bei dem Thema. Genau, natürlich. Und die Quantensocken. Danke Martin, dass du dabei warst. Danke. Bitte, gerne. Sehr gut. Schade, dass es nicht in deinem Forced Perspective Raum war. Das habe ich ein bisschen vermisst. Ja. Der Schlauch hinter ihm. Genau. Aber wenn du den Schlauch sehen wolltest, das können wir halt.
Warte, was? Er hat gerade einen Peniswitz gemacht. Ich höre jetzt auf. Nein. Tschüss.